Dann würde ich sagen, switchen wir mal rüber. Gucken wir mal. Mal schauen, wir machen mal kurz wettertechnisch ein bisschen mehr am Tag. So, ja. Rooftop Barbecue 81. Vielen lieben Dank für den Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schnapp den Sitzplatz, du kommst gerade richtig. Wir starten gerade und gucken uns hier diesen, ja, diesen Hurricane über dem Mittelmeer an. Ist nun die Frage, wo wir starten. Ob wir in Catania starten oder hier eher, eher Richtung Griechenland. Catania wird sich ja eigentlich anbieten, oder? Und dann können wir hier schön östlich rüberdüsen. Ich würde den so gern probieren, aber Mac-User. Ah! Mac-User ist. Und du. Ja, gut, du könntest ja eine andere Boot-Partition machen, aber deswegen hast du trotzdem keine. Von der Grafikleistung, glaube ich, am Mac nicht so viele Chancen. Also du könntest ja eine Windows-Partition mit drauf machen. Das hatte ich auch schon mal auf meinem MacBook probiert. Ja, nimm mal Catania, würde ich fast vorschlagen. Und was für ein Flieger? Nehmen wir die Beechcraft. Sollen wir die Beechcraft nehmen? Welcher Flieger ist denn echt gut für in den Hurricane reinzufliegen? Ich glaube, gerade eine Turboprop ist da ganz gut geeignet. Mit zwei Engines vielleicht. CRJ gibt es leider noch keine. Gibt es leider nicht. Wir haben hier als kleinere, ja. Die kleineren Jets sind die Cessnas und ansonsten als Airliner gibt es leider erst die drei hier. Wieder da. Den Neo, die 747 und die 787. Einen wunderschönen guten. Eine Dash gibt es auch noch nicht. sollen wir in Catania starten? Hallo? Ja. Gut. Sorry, ich esse gerade Kuchen. Ja. Du bist die ganze Zeit nur am Futtern, ich will auch. Ja, du musst zu mir kommen. Gibt's immer was? Ich hätte Naja. gesagt, Katane starten und nach Zakynthos. Ja. Ja. Oder Kefalon, ja. Oder. Ja, wir könnten auch eher so nach wieder Richtung Athen rüberdüsen. Cookie, herzlich willkommen auf unserem Discord-Server. Einen wunderschönen guten. Oder Makedonia. Also, was ist Makedonien nach Thessaloniki? Wieso heißt denn hier Mazedonien? Hier Weil läuft Tegucigalpa, ist ja der Thessaloniki. ja, Nordgriechenland, die Region Naja. da oben, das ist Mazedonien. Da bist du aber Makedonia-Radar. Bist du unterwegs? Ja, wir können auch einfach ohne. Also ohne Ankunftsflughafen. Wir können uns auch einfach Athen einfach mal reinsetzen und passt schon. Natürlich. Gut. Mach mal straight. Und als Flieger habe ich mir überlegt, die Beechcraft, weil wir da Turboprop haben und zwei Engines. Ich meine, wir können es auch in der 152 machen. Ich weiß nur nicht, ob das so angenehm wird. So eine Enteisung und allem. Welche Witchcrafts? The King oder the Baron? Hey, King Air. King Air, alright. Ist ja Turboprop. Moment, warte mal ganz kurz. Twitch-Chat-Design ist auch mit am Start. 747. Boah, 747 in einem Typhoon, weiß ich nicht, ob das so spaßig wird. Oder in einem Hurricane, besser gesagt. Und Christian ist auch mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt kommen sie alle. Ja, die kommen jetzt alle bei Microsoft dran. Siehst du, niemand will mehr GTA sehen. Ja, Niemand. Puki, können wir gerne machen. Du kannst mal ja mal. Achso, hast du mir deinen Namen eh schon gegeben, oder nicht? Kannst du mir mal per Discord schnell deinen Namen schicken? Geht das? Dann kann ich dich als Freund mit hinzufügen. Ja, der Paul meint auch die 152. Deadman, hast nichts verpasst. Nee, wir sind gerade nur am Planen, welchen Flieger wir nehmen. Dead, Andy hat einen Gaming-PC verlost. Hast aber leider verpasst. Ach so, ja, stimmt, ja. Ich habe mein neues Notebook habe ich gerade verlost.
Hat keiner teilgenommen, habe ich selber wieder gewonnen. Von daher, nichts verpasst. Mach noch du mal, startest gleich auf Infinite mit und schau, wie es dort ist. Ja, nice. Ja, Lisa, schick doch da mal einen Screenshot. Das würde mich echt interessieren. Sind da schon lange Freunde? Ach so, ja, warte mal. Ach so, du warst das denn, verdammt. Hä? Warum zeigt er dich dann als online an? Das ist ja witzig. Okay. Naja gut, was machst du für Wetterbedingungen? Also alle Spieler Live-Verkehr, Standard und Live-Wetter, ganz normal. Wie viel Uhr machst du? Alle Spieler Live-Verkehr, Standard, Live-Wetter, Uhrzeit, das können wir zusammen entscheiden. Sagen wir mal 15, machen wir 16 Uhr. Ja. 16 Uhr, also 14 Uhr UTC. Go. Mhm. Go, 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 go. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe mal so ein bisschen reingespickt. Die Winde sind tatsächlich am Drehen. Schon? Also innerhalb von dem Medicane drehen die Winde, ja. Also Lisa, wir haben jetzt gemacht von Catania nach Athen. Ja. Hunter, was ist Discord? Walter, Discord. Lima Golf Alpha Victor. Oh nein, ich habe mein Kennzeichen nicht eingestellt. Was? Wieso nicht? Achso, ich habe das mit dieser. Es gibt so eine App, wo du automatisch die Kennzeichen einstellst. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das bei dir dann auch so ausschaut. Könnten wir ja mal gucken. Würde mich interessieren. Ach so, das meinst du. Where my dogs at? Frank! Was geht ab? Wieso bin ich in der Luft, bitte? Weil du Catania genommen hast und nicht den Flughafen. Ach, scheiße. Na ja, gut. Ja, du musst ein bisschen reinzoomen, dann siehst du's. Ach, verdammt. Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal ab. Okay. Moment schnell. Okay, Framerate ist jetzt noch nicht so geil. Die Bildschirme sind irgendwie ein bisschen unscharf. Hä, wie sind die Bildschirme unscharf? Weißt du warum? Warum? Das habe ich vorhin schon gemerkt, weil alle wieder die Server beanspruchen. Die Server kommen nicht nach mit den Dings. Deswegen sind meine Bildschirme unscharf. Ja, es wird ja alles nachgedingst. Meintest du mich auf den Bildschirm? Okay. Hast du einen Waschbrettbau vom Lachen vom letzten Mal? Sehr gut. Ja, haben wir alles richtig gemacht, oder? So, dann. Achso, scheiße, auf der weiß ich jetzt nicht, wo wir uns den Wind anzeigen lassen können. Soll ich mal kurz schauen? Shit. Moment. Warum geht mein Joystick nicht? Lol. Okay. Ah, ich weiß schon warum. Ich muss einen anderen USB-Stick nehmen. Ein USB-Dingens. Moment. Please hold the line. Person you've caught is not available at the present. Wie mache ich ihm das jetzt am geschicktesten? Okay. Okay, ich nehme jetzt mal den Stick. Live-Debugging im Flug. Kann man machen? Sollte man nicht machen? Ah, neues Gerät entdeckt. Passt, aber das ist doch meine ganz normale Dingens hier, oder? Aerowings passt. Gut. So, aber ich muss dafür. Moment, eine Sekunde. Bin. Verizon
weg. Ich muss nur kurz, dass mein Licht jetzt nicht ausgeht. Das zumindest beim USB hat wieder einstecken, dass er wieder Strom hat. Ich hoffe, das passt so. Wie sagen die Österreicher, es geht sich schon aus. Es geht sich schon aus. So, mal gucken, ob er jetzt irgendwas hier reagiert. Schauen wir mal. Oh ja, das schaut gut aus. Passt. Jo. So. So. Hast du es rausgefunden? Nee, oder? Nö. Windanzeige. Das ist natürlich blöd, weil dann können wir das ja gar nicht richtig schön monitoren. Nein. Lass mal kurz gucken. Ansonsten, weißt du, was wir auch sonst machen könnten? Wir switchen immer auf die TWM. Die TWM hat das G1000, oder? Die hat das, ja. Komm, wir switchen nochmal kurz um auf die G1000 und dann können wir wirklich auch in Catania starten. Also nochmal kurz ins Hauptmenü rein. Sorry, ja, Jungs und Mädels, wo seid ihr gestartet? In Catania. Also, wollten wir, aber es war in der Luft. Ich habe nicht direkt auf den Airport gedrückt, blöderweise. So. Catania. Welchen? Aber nicht den Militär. Den Fontana Rossa Abflug. Ja. So. Und dann nehmen wir jetzt die TBM, oder? TBM hat das G1000, oder? TBM hat G1000. Gut, nehmen wir. Dann kannst du jetzt auch dein Kennzeichen festlegen. Darf ich es daran erinnern? Oh, es gibt ein FedEx. Ein Logo für die TBM. Geil. Was? Verschiedene Liveries, oder wie? Mhm. Also, ich habe runtergeladen, sehr wahrscheinlich. Habe ich auch. Aber von der TBM eine FedEx, echt? Boah, die ganz schwarze ist ja geil. Boah, die rote ist geil. Boah, welche. Aber das dunkle Rot sieht noch geiler aus wie das helle Rot. Boah, das sieht auch geil aus. Oh, komm, für dich gibt es ja so eine pinke. Vielen lieben Dank, Frank, für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Ich dachte, du bist eh schon längst dabei. Boah, die silberne ist auch geil. Das ist wie mein Spion. Was lachst du so doof? Du hast eine Pickel, die kannst du mir heben. Ja, ne, die habe ich doch für dich rausgesucht. Ab, schnapp sie dir, Tiger. Ja gut, wenn du sagst, dann ist kein FedEx-Flug. Nix FedEx, du bist doch kein Lieferant. Wir fliegen zusammen, ja. Aha, seit der GTA-Session, die mich fast umgebracht hat. Ja. Ja, die war sehr witzig. Das war sehr lustig. Wir haben uns köstlich amüsiert. So. Wer hat denn jetzt den letzten Raffle gemacht? Hunter. Hat er gemacht, super, danke. Ui. Twitch hat die Seite ist unter die Zocker gegangen. Er fliegt FS und ich im IF. Vergleichen das Wetter. Ah, ich fliege nur auf die Fresse. Haben wir jetzt X-Plane wieder drauf. Ja, ich bin gespannt, Lisa. Ich freue mich auf ein. Scheiße, das hat auch nicht das ganz normale G1000. Und warum sieht denn das so bescheuert aus? Schau mal kurz bitte in den Stream ein, schaut das bei dir auch so schlecht aus? Ja, das PFD. Arsch, hast du die PFD-Mod noch drauf? Hatte ich eine PFD-Mod drauf? Ist die bessere Frage? Weil ich habe eine drauf. Schaut das bei dir anders aus? Ne, sehr genau. Also es sieht nicht schwarz-dunkel aus, aber ich habe auch das Problem, dass, das GA1000-Mod meine ich. Ich habe auch das Problem, dass die Map fehlt in der Mitte. Das ist ja wieder super. Machst ein Update und nichts geht mehr. Huki, hast du da eine Idee? Hast du da irgendwas anderes?
Anni, du hast viel mehr Levels als ich. Gibt es ein neues Paket? Ja, es gibt die Version 8. Es gibt die Version 8. Eine A380 von Lufthansa starten geht, landen schaffe ich nie. Stream ist erst rein bei mir. Danke dir für die Info. Es geht nur darum, dass das irgendwie so komisch ausschaut. Das ist nicht klar abgezeichnet. Das sieht aus wie ein altes Computerspiel. Gnucraft Stonehenge. Ah, doch, ich habe den G1000. Dann ja, hau ich dann den mal kurz den runter bei mir. Ja, ich habe ihn auch drauf und sieht genauso scheiße aus. Darum. Nee, ich habe ihn drauf. Ja, ich auch. Ja, das meine ich. Darum. Dann hauen wir den jetzt mal runter. Und ich weiß nicht, ob das reicht, wenn wir das nochmal neu laden. Neustart. Vielleicht ändert sich's dann schon. Bin gespannt, ob das schon einen Unterschied macht oder nicht. Diese Zipfehler, Cerali. Oh, jetzt aber nervig. Machst ein Update und nichts geht mehr. So typisch, oder? Du musst bei der TPM immer den Knopf umdrücken. Nee, es hat sich jetzt in dem Fall nichts geändert. Schau, da ändert sich nichts. Da muss ich. Tut mir leid, Leute. Ich muss jetzt tatsächlich den Sim nochmal neu starten, weil das hat ja so keinen Sinn. Alt F4 ist die schnellste Möglichkeit. So. Ich muss bei der TBM Mittelscreen über den Knopf rechts unten drücken, damit der umschaltet. Ja, ging ja nicht. Hast du ja gesehen. Das hat keinen Unterschied gemacht jetzt in dem Fall. Das war nicht hilfreich, leider. Uah. So. Na, wann kommt er wieder? Ja. Der Flight Sim. Also. Ah, Fehler. Bitte beim Aktualisieren Microsoft Flight Sim ist ein Fehler aufgetreten. Achso, Anwendung läuft. Ja, okay, dann probiere ich es nochmal. War ich zu schnell, die muss jetzt richtig geschlossen werden. Kurze Frage an dich, Schweizer. Was hast du bei Station jetzt weitergebaut? Das sage ich dir nicht. Ach du Scheiße. Find's IC raus. ist Meta. Hör auf mit deinem Meta. Du meterst schon wieder voll rum, hey. Ja, geht wirklich, gar nicht. Auf, ey. Geht gar nicht. Übrigens, mir fehlt immer noch mein Backseat Gaming Text. Ich habe gestern sogar dran gearbeitet. Echt? Also, ich habe Gedanken gemacht. Ich mache meinen Text und muss bald ins Bett. Musst du morgen wieder fliegen? Nee, du bist doch jetzt daheim. Aber ja, mach du mal Takeoff. Wir kommen direkt nach. Mit welchem Flieger bist du unterwegs, Lisa? Miss Lady D. Warum macht jetzt sucht nach Updates? Lieber Soi. Nein, James, Andy. Was denn? Wir haben nicht unser All I Want for Christmas gemacht. Ja, war ja heute auch nicht, oder? Ja, zum Schluss hätten wir es machen können. Ja, wobei Kalle war dabei. Du sie ja nicht vor ihm blamieren, oder? Ach, der Schwarze kann alles, wenn er will. Das stimmt. Iberia 320. Okay. Ja, 320 ist auch nicht übel. So, wir können es auch direkt an Dustin anhängen, aber den siehst du nicht, gell? Flugbedingungen? Ja, den hast du nicht als Freund mit drinnen. Das ist der Pookie. Le Dustin. So, machen wir hier. Flugsicherungsoption. Wieder eintragen. The Aero. Aero 19112 Tango. Oh, doch, passt. Ich sag ja, ich lege jetzt ihn einfach als Abflug mit und du kannst dich ja bei mir einfach dranhängen, Schweizer. Ich bin auf der Bahn. Ja. Ich habe jetzt auch kein Ziel eingegeben und nix. Das sieht jetzt wieder normal aus.
Echt? Also es war die Mod, die rumgesponnen hat, ja. Okay, ach scheiße, ich bin schon mitten in der Wolke. Ach, nice, ja. Okay. Ich versuche aufzuholen gleich. Ich mache jetzt sonst hier... Oh, ich muss erstmal komplett Enteisung anmachen. Scheiße. Ja, bei mir geht schon richtig ab. Prop Eyes, Windshield, Ice Lights, Anti-UA. Was ist das denn? Ach, Trägerkraftabschirm. Alles an. Was bimmelt er schon? Park Brake ist gesetzt. Okay. Was macht der denn überhaupt? Wieso ist denn der Cabin Differential Pressure bei mir an? Naja, jetzt machen wir jetzt erstmal hier am PFD. Wetter. Ah, der hat aber auch dieses scheiß G1000 mit den unteren Displays, das taugt mir nicht so. Wie heißt im Spiel, bin auf dem Weg zum Dustin. Ich heiße im Spiel Aerowings Twitch. Autopilot und Yaw Damper, ich dachte, das haben sie gefixt, dass der nicht automatisch mit an ist. Ist er auch nicht. Aber du bist ja in der Luft gestartet. Ja. Dann ist er automatisch an. Nee, ist er nicht gewesen. Ah. Okay. Deswegen meine ich ja. Ja, oh, der Drachsreiber. Aber echt, hey. So, Range. Jetzt muss ich mir erstmal kurz bei dem wieder einarbeiten. So, hier bin ich. Warum ist denn das nicht Norden ab? Okay. Ist der Norden nicht gekennzeichnet? Da ist Norden ab eigentlich. Aber irgendwie ist das nicht Norden ab. Ich flieg doch hier nicht nach... Achso, ich flieg nach Norden. Okay. Disregard, Disregard. Es ist halt blöd. Man sieht halt echt gar nichts hier, gell? Siehst du bei dir noch was? Ja, ich bin ja noch am Boden. Also ich starte gerade. Weißt du, was ich mache? Ich teleportiere mich mal kurz zu dir rüber, weil hier siehst du gar nichts. Und das ist halt echt blöd, wenn du einen Hurricane sehen willst. Lokalhorst. So, du bist Catania. Yes, sir. So, sehe ich immer noch nichts. So, ich verstehe nicht, wo kannst du bei der TBM die Differential Pressure einstellen? Alles an. Electric Power, Engine Start, Fuel, Autopilot Trim, ELT. Wo kannst denn du hier Differential Pressure einstellen? Cabin Altitude meinst du, oder wie? Ja, genau. Okay. Wir gucken jetzt mal kurz raus. Fatal Error, vielen lieben Dank für deinen Host und herzlich willkommen bei uns an Bord. Und Oscar 911, vielen lieben Dank für deinen Check-in und herzlich willkommen bei uns auch an Bord. Schnappt euch einen Sitzplatz. Boah, das schaut schon sehr nice aus hier. Ich sehe leider keine Verkehrsnamen, das heißt, ich muss hier nochmal kurz in die Settings rein, damit ich gucken kann, wo die anderen Jungs sind. Ich habe meine auch ausgeschaltet. So, mal gucken, ob sich irgendetwas tut. Da. Da unten bist du. Ich komme! Boah, der ganze Flieger ist komplett vereist. So, Le Dustin sehe ich auf jeden Fall. Ja, Le Dustin sehe ich auch in seinem A320. Ja, ich bin hinter dir. Echt? Ich komme mit Overspeed gleich angerast. Ah ja, ich sehe dich. Aus 15.000 Fuß. Ja, ich gehe mal kurz in Overspeed rein. Scheiß der Hund drauf. Damit wir das unterfliegen können, weil oben drüber ist echt sehr wolkig, das Ganze. Und alles vereist natürlich.
Ja, müssen wir halt hochsteigen. Ja, super, hätte ich ja gleich oben bleiben können. Ja, aber das war ja mein Ziel. Ich bin gestartet und steige jetzt. Juhu! Zippiglatsche, Mann. Welche Speed hast du gerade, damit ich nur weiß, ob ich aufhole oder nicht? 180. Ja moin, Fatal, ja moin, was geht bei dir? Was habt ihr gestreamt? Wo kommst du her? Und herzlich willkommen an deine beiden Zuschauer. Was, Kevin? Wir alle in den Sturm fliegen wollen, ja klar. Lange einen Flug gehabt, von Tokio nach Guam. Oh, Alter. Auch im Flight Simulator oder wo? Warst du unterwegs? Nein, er hat live aus dem Flugzeug gestreamt. Auch mit der TBM 900. Es hätte sein können, dass X-Plane oder FSX oder was war. Ja, war ja nicht günstiger. Geh mal noch nicht in die Wolken. Warte mal kurz ab, dass wir uns kurz irgendwie mal ein bisschen näher zusammentun. Ja. Autopilot Altitude. Autopilot. Dann gehen wir hier mal kurz auf Heading. Aktuelles Heading und Altitude Select. Passt. Altitude Hold. Ach, du bist jetzt schon eh höher wie ich. Auf 8000. Okay, auf 8000 gehst du? Mhm. Okay, dann mache ich das auch mal. Okay, ich bin da. Welche Speed hast du? Gerade bei 210 Knoten. Gut, dann schieße ich mal kurz hoch. Die 8000. Dann komme ich auch mit der Speed runter. Ich nähere mich die an, aber ich finde die Framerate jetzt nicht besonders hoch. Bei mir gerade. Ich glaube 40. 40 bis 50. Das ist okay. Ja, gut, das sehe ich jetzt gar nicht. Ich muss jetzt einen Death Mode einschalten. Mache ich jetzt aber nicht, weil dann bist du wieder weg. Welches Heading fliegst du? 080. Okay. Ito. Also ich habe 240 Knoten drauf, das heißt, du bist mit deinem Power-Setting ein bisschen zurückgegangen. Ja, ich habe 80%. Innen oder außen? Außen wie innen ist 80%. Achso, ist es jetzt hier. Ne, das ist bei mir unterschiedlich. Hast du 80% Torque eingestellt oder NG%? Torque 80%. Da muss ich erstmal noch adjustieren hier. Okay. Gut. Hi. Schicke Lackierung, mein Lieber. Ich bin auf deiner Rechten. Siehst du sie? Oh, geil, man sieht sie echt. Hi, Aero. Ein wunderschönen. Ja gut, also außen habe ich 65. Beziehungsweise, ach so, unten die N. Warte mal, gehe ich auch auf 80 zurück. Gut, passt. So, 4,5 Stunden, krass. Wir sind gerade Richtung von Catania gestartet und fliegen jetzt Richtung Athen durch diesen Taifun durch. Wobei denn in der Höhe eigentlich kaum zu sehen ist, gell? Etwas enttäuschend. Dann würde ich sagen, geh mal hoch, oder? Ja. Lisa, wie schaut's bei dir aus? Hörst du das? Sieht's bei dir besser aus? Hör mir bloß auf mit Sturm. Hast du auch mit dem Bekanntschaft gemacht, oder wie? Ja, dann gehen wir halt mal auf. Boah, auf was gehen wir denn? 30.000 Fuß, oder? 24. Aber das reicht nicht. Wieso 24? Meinst du, dass es so hoch geht? Ah, wenn es ein Hurricane, der geht viel, viel höher. Geht 400, ja, 500.
Dann gehen wir mal auf 30.000. Gut, 30.000 Wordspeed mit 1.000 würde ich fast sagen, oder? Na, das dauert zu lang. Ich gehe mal mit 2.000 Wordspeed. Und schiebe aber Vollgas rein. Flight Level Change. Flight Level Change? Okay. Mal schauen, ob ihr das mitmacht. Okay, machst du es nicht gut. Na, das kann ich komplett vergessen. Was macht denn der? Ich gebe mal Flight Level Change, gehe ich mal Speed 230 ein. Ich habe Speed 204, ich weiß nicht warum. Aber ich kann nur. Ja, 215. Ja gut, dann gehe ich auch 215 zurück, dann bewegen wir uns hier nicht zu weit auseinander. Ja, nice! Die Lackierungen sind echt ganz schick, oder? Ja, weißt du nicht, wie man Dings am MFD hier rein rausholen kann? Am MFD, ja, rechts unten ist so. Ach so, nee, das kannst du unten in der Mitte jetzt. Bei dem mittleren Display, das ist der untere Drehregler, kannst du rein und rauszoomen. Das ging irgendwie die ganze Zeit nicht, es geht plötzlich. Okay. Disregard. Gut, Anti-Eis, müssen wir alles einschalten. Das iNerd SEP Trägheitsabscheider einschalten, das weiß ich nicht, was das sein soll. Bradlington, vielen lieben Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schnapp dir, ja, einen Sitzplatz haben wir eh noch frei hier hinten. Schnapp dir einen Sitzplatz und genieß den Flug durch den Sturm hier. Bin ich eh gespannt, wie das jetzt wird. Weil jetzt geht's dann schon ab ins Wetter. Bist auf 220, aktuell nur 20 Knoten. Okay. Mein Triebwerk raucht bald ab. Ja, ich muss ein bisschen vielleicht zurück reduzieren. Ja, gut, dann gehe ich mal. Ich gehe mal 85% NG. Ne, von außen an. Das, irgendwie unterscheiden sich die Werte außen und innen komplett. Ich gehe außen auf den unteren Wert auf 90%. Weil der sich echt mit dem Wert innen komplett unterscheidet. Na, das ist der Torque wahrscheinlich. Na, unten ist der Torque. Okay. Gehe ich 90% Torque. Passt. Passt, sehr gut. Ja, währenddessen passe ich mal den Titel an. Weißt du, wie der Sturm heißt, Schweizer? Nicht aus dem Kopf raus. Wie war das? Wie hast du den vorhin genannt? Das ist ein Medicane. Ach so. Warte, ich kann es nicht sagen. Ich habe irgendeinen Bug. Was für ein Bug? Bei dem, bei mir ohne Grund, der Schubregler für eine Sekunde auf Stellung 0 geht und dann wieder hoch geht. Liegt das in deinem Stick vielleicht? Nee. Da habe ich ja nichts mehr geändert in Einstellungen. Okay. Hast du Casilda? Vielen lieben Dank. Casilda heißt der. Mhm. Dann schreibe ich es mal mit rein noch. Ja, warte mal. Wie schaut denn der jetzt bei mir nur groß? Ach, jetzt so. Casilda. So, die Stream-Info habe ich auch mal mit angepasst. Was ist los? Oil Pressure? Oh oh. Wieso? Oh oh.
Triebwerksausfall. Ich hab einen Triebwerksausfall. Scheiße. Dann, das kannst du jetzt gerne mit Mayday Call absetzen. Ja, Mayday, Mayday, Mayday. Swiss Cheese. 1, 3, 2. Swiss N Cheese? Fehler. Ja. Ah, in IF passiert gar nichts. Schade. Das wäre cool gewesen, wenn das da auch. Hat Infinite Flight auch Live-Wetter mit drinnen? Das heißt, dein Engine ist komplett ausgefallen jetzt, oder wie? Ja, ich versuche dich mal zu starten, sonst gehe ich. Mach ein Emergency Landing. Ja, das kannst du, aber ich glaube, das kriegst du hier nicht mehr hin. Du kannst nach links abdrehen und gucken, ob du da noch aufs Land kommst. Das ist der kürzeste Weg nach Lima, India, Charlie, Romeo. Wobei, überhaupt an Land wäre wurscht, egal wo. Ich wollte mal gucken, ob ich hier das... Wo ich denn hier das Wetter, den Wind mir einblenden kann. Hier ist Wind, genau, Option 1. Scheiß Start, so. Nehmen wir das hier. Wetter Radar Controls. Reagiert da nicht. Was sagt dann hier, wenn wir hier auf Wetter umschalten? Ah, schön. Wir müssen mehr nach rechts abdrehen, laut der Chart hier. Also ich, du nicht, du hast nicht so viele Möglichkeiten abzudrehen. Nein, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwo lande. Also ich drehe jetzt mal auf dem Heading von 140. Ich weiß nicht warum. Kann die Meldung Oil Pressure und dann wann? Oil Pressure? Verstehe ich auch nicht. Hast du geguckt, ob die. Jungs. Sprit hast du noch genug, oder? Gut, ja, der natürlich. Der Öldruck kann natürlich durch das ausgefallene Triebwerk sein. Sprich, zuerst war das Problem, dass das Triebwerk ausgefallen ist und dann kam deine Oil Pressure Warning. Okay. Interessant, Triebwerk ist so nicht mehr starten. Ja, dann würde ich sagen, wolltest du vielleicht irgendwo versuchen runterzukommen? So, warte mal, wen haben wir denn hier? Moment. Muss ich mal kurz gucken, was hier im Chat geschrieben wurde. Ich mache mit der TBM momentan eine Weltreise, bin in den USA gestartet, das war das letzte Woche, von da aus immer weiter Richtung Osten, habe so alles mitgenommen, was geht. Bin halt jetzt in Guam und von da geht es dann weiter nach Australien, Neuseeland, bei jeder Landung in der ganzen Woche immer Sturm. Krass. Na super. 20 Knoten, ja, bei mir sind es 18 momentan. Guckt mir das auch mal bei euch an. Dein Triebwerk raucht bald ab. Das nutzt man nur bis maximal 90% Torque. Bradlington, halt zusammen. Wie geht's denn dir, Bradlington? Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Batsch du. Der Trägheitsabscheid sorgt dafür, dass kein Eis, Wasser und Fremdkörper ins Triebwerk gelangen. Es frisst Sprit und Leistung. Deswegen hast du das nur bei Startline und Icing Conditions an. Ja gut, dann muss ich es eigentlich jetzt auch komplett anmachen. Weil wir eine Outside Air Temperature von 4 Grad haben und wir in der Wolke fliegen. Deswegen sollte das an sein. Passt. So. Gab's halt als Wetterer bei mir durchgehend aus. Okay. Na, super Sache. Hunter, nee. Bei der TBM kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Von daher bin ich da über Tipps natürlich jederzeit gerne dankbar. Wie gesagt, Airbus, ja. TBM, nein. Aber jetzt mit dem Airbus durchfliegen, mal hätte man auch machen können, aber ich glaube, es ist spannender mit einem kleineren Flieger. Ah, ich habe auch irgendeinen Fehler. Ach nee, das war jetzt nur Inerts SEP on. Ein Trick hat's abschneiden. Ja, gut. Ach so, Schweizer, ich weiß, was bei dir sein kann. Vielleicht ist bei deinem Triebwerk irgendwie Icing Condition oder sowas aufgetreten, dass es. Warte mal, ich gehe mal bei mir auf Ignition, sicherheitshalber. Ignition, Automatik, ich gehe mal auf On.
Sicherheitshalber. In icy conditions schalten wir normalerweise nicht, aber wenn bei dir vielleicht das Triebwerk ausgefallen ist aufgrund von Wetter, Sturm und was weiß ich was. Momentan habe ich 9 Knoten von Tail, nicht ganz, von links hinten. Das ist abartig. Frank hat sein 384 gecrashed. Was meinst du? Das hat abartig, weil ich aber nicht weiß, von was es kommt. Aus dem Nichts. Einfach Triebwerksausfall. Ist krass, ja. Also er hat seinen 380 gecrashed, war schade. War aber niemand an Bord, schade um die Getränke, die an Bord waren. Hat er nicht eben nach dem Inhalt, oder hatte ich mich da verhört? Das Bier habe ich von dem Start leer gemacht. Alles gut, dann nehme ich natürlich alles zurück. Ja, Live-Wetter, okay. Ja, aber dann ist ja schade, dass... Und vor allem, wieso steigt er eigentlich nicht weiter? So, weil wir so langsam sind. Gut. Ich lasse die Power jetzt einfach mal unter den Throttle einfach mal zu stehen. So, und gehe hier mal in der Climb Speed mal runter auf 180 und fertig. Was meinst du? Schwimmwesten anziehen. Bist du jetzt echt vor einer Notwasserung? Feder. Fuel cut off. Erstmal die Haare machen. Toppen off, ignition off, pumps off. Hunter, das ist ein Trugschluss. Wusstest du, dass als Beispiel jetzt ein Airbus wesentlich besser segelt wie solche kleinen Flugzeuge? Die kleinen Flugzeuge fallen runter wie ein Stein im Vergleich zu einem Airbus. Du siehst uns? Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ah, Christian ist auch mit da. Ich habe ihn gesehen hier links. Oi, die Kiste ist komplett vereist, hey. Oi da. Krass. Da ja, sind drin, die zwei Bruchpiloten. Bei mir ist eine Notwasserung. Fuck. Hast du es nicht mehr an Land geschafft? Ich hab's Land quasi vor mir, also ich kenn's. Ja, dann mach gleich mal ein ELT an. ELT? Ja, der ist rechts oben, ganz rechts oben außen. Ganz rechts oben außen. Okay, ELT läuft. Sehr gut. Und dann nimm mal Kontakt mit der Küstenwache auf, dass sie dich auch finden. Die werden mich eh finden, dass ELT läuft. Ja, gut, aber wenn das in 200 Meter Tiefe ist, dann nicht mehr. Ja, das stimmt auch wiederum. Dankeschön, dass du mir so viel Hoffnung machst, ja. Meine letzten Worte an dich sind, du kannst mich mal... Hat du keinen Sprit mehr oder was? Geh du nach unten oder wie? Ja, warum landet du im Watter? Ah, da ist Fatal Error da, ich seh ihn. Ich hab billiges Kinas Pickling gemacht, Claims. Das war nicht gut. Ich seh dich, 8000 Fuß hast du noch, ja dann? Oh, Dustin ist auch nur auf 3500 Fuß. Der wird wahrscheinlich schon in Athen sein. Beziehungsweise er steigt wieder. Unter welcher Frequenz war nochmal? 1215 ist die Notfrequenz. Aber normal. Ich komme über die Wolken raus. Ich habe ein Wolkenloch gefunden. Nice. Also noch bin ich wieder drin, aber da war zumindest schon mal Land in Sicht. Also kein Land, aber naja, du weißt ja. Ja. An alle, die hier jetzt gerade so rumfliegen, sind in der Nähe, macht man 1, 2, 1, 5 in die Frequenz. Ja. Rest, ob das jetzt geht oder nicht. 1, 2, 1, 5 haben wir immer als Backup-Frequenz drauf. So, sehe ich da hinten? Never mind, sorry. Gibt es die Abschall nicht bei jedem Flieger?
Boeing 737 MCC. Oh, wenn du dein E-Netz eingeschaltet hast, wird der Tor gleich ordentlich runtergehen. Muss im Auge halten. Mach's gut, Lisa. Schlaf schön. Und das mit dem MCC erklärst du mir das nächste Mal. Achso, Foto hast du keins gemacht, oder? Ich guck gerade mal. Wenn du mir ein Screenshot geschickt hast. Was kommt jetzt noch wieder raus? Please hold the line, person you've called is not available, person. Ach doch, hier. Ah. 080. Ja, aber das schaut echt nicht nach so viel aus. Naja, gut. Naja, Lisa, auf jeden Fall, gute Nacht, schlaf schön. Arrivederci. Was hast du gemacht? Ich schaff's wohl doch noch an Land, aber das sind Berge. Vielleicht ist wurscht. Berg. Dann geh halt an den Strand irgendwo. Ja, ich werde da vorne an der Küste landen. Ich meine, ich habe jetzt nicht umsonst mein Dings angezogen. Bei der Schwimmweste. Dein Rettungsanzug? Ja, stimmt. Rettungsanzug, Entschuldigung. Gizmos auch wieder mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend dir. Sag mal, er soll seine Engine off machen. Ja, Schweizer, seine Engine ist off. Welche Höhe ja, fliegt er? Ich steig auf, also ich guck mal, wie hoch ich komme. Ich hab mal eigentlich steht 35.000 Fuß. Aber, ja, mal gucken. Momentan habe ich Flight Level 213. Welche Höhe ist denn gut? Bist du Flight Level 2? Nein, 0. Ich glaube, bei dem Sturm, also ich weiß nicht, wie hoch der Sturm geht, aber wenn du einen Hurricane hast, der geht über 400, über 500 teilweise drüber, wenn es echt krasse Oschis sind, da ist es, da kommst du eh nicht drüber. Be right back. Ach, da verabschiedet sich der Mod schon wieder. TWM schafft einen Flight Level 13. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so hoch komme. Vorhin waren mal kurzzeitig da einen Himmel zu sehen, aber momentan schaut es da nicht so gut aus. Achso, ich wollte gucken, wie es der Wind ist. 16 Knoten. Aber das halte ich für ein Gerücht. Dass wenn du in einen Hurricane oder in einen, ja, Medicane reinfliegst, nur 16 Knoten Wind hast. Schweizer, was machst du? Bist du schon unten? Nee, immer noch nicht. Ah, 5700 Fuß. Ah, das geht eigentlich, gell? Welche Geschwindigkeit fliegst du? 95 Knoten. Ich bin direkt am Punkt von Angel of Attack, wo es rot wird, weißt du. Also ich habe wirklich Best Glide-Dings, wie das Best heißt. Angle of Glide. Genau. ELT läuft, 7790 ist auch schon eingestellt. Sehr gut, vorbildlich. An. Kapelle ist gefeddert. Ja, bin bereit für die Notlandung. Warte mal, wo hast du den gefeddert? Denn wenn du in die Nullstellung bringst, dann kannst du ihn drüber schieben auf Fedder. Ach so, okay. Ja. Sehr geil. Sehr geil, ja, ich bin bereit hier. Ich bin gerade am Einfliegen ins Magenta. Das, was du im echten Leben niemals machen würdest. Also du bist waghalsig. Ja, ich hab. Achso, das Testament haben wir jetzt noch gar nicht abgegeben, gell? Nein. Ich geh jetzt aber ab durchs Pinke. Ach je, 20 DMI, dann bin ich im pinken Bereich. Na geil. Ach, hier oben haben wir auch eine Windanzeige. Ich gehe jetzt hier mal hin. Aber ich finde trotzdem, die Bildschirme sind irgendwie nicht mehr so klar, wie sie vorher waren. Sie sind vor allem so ruckelig. Ja, voll. Das finde ich. Das ist halt nicht mehr so flüssig. Leute, ist es bei euch auch so? Ich finde, das sieht irgendwie so, keine Ahnung, total unscharf aus. Findet ihr das auch?
Also gerade so die Schrift, und es geht wirklich, wie er sagt, ruckelig und nicht flüssig durch, wie es in einem echten Flieger ist. Ist das bei euch auch so? Wieder da, hab gerade bei Stream mal nach X-Plane geschaut, über 2000 Euro für Add-ons. Ja, gib dir. Gönn dir. Hm. Mit X-Plane komme ich irgendwie nicht so klar. Bin ich nicht so der große Fan. Schon? Also ich bin gerne X-Plane geflogen, ja. Ach, hier ist die Pressurization einzustellen. Rechts neben dem Fahrwerkshebel. Ah. Sollten wir mal gucken, wie der, wo der Schweizer ist. Ob er denn immer noch hier... Ja, er fliegt immer noch. Wie weit hast du es noch? Ich werde es nicht zum Flughafen ganz schaffen, aber ich bin schon mal auf dem Festland. Und Flachland oder? Berge. Berge, Berge, Berge. Okay. Darum muss ich runter, links runter. An der Küste irgendwo. Hey, da sind teilweise... Wir sind gerade in so einem Loch drin. Also nicht im Loch, sondern aber... Hier sind gerade keine direkten Wolken, sondern über und unter mir. Ach, bist du vielleicht im Ding? Nee. Im Auge? Nee, das nicht. Dann würde ich den Himmel sehen. Ich fliege jetzt gerade erst in das Lilane rein, also ins Magenta. Okay. Ja, ich schnapp mir nachher die 787 und komm nach. Du kannst dich ja an meiner Position einfach starten. Verstehst? Ja, hast aber recht. Dann hast du nicht 5 Stunden erst Anflug, sondern kannst direkt mitmischen hier. Boah, der Flieger ist echt schon voller Eis. Okay, ich werde hier runtergehen, weil hier ist Flachland. Kurzer Flachabschnitt. Was halt sehr geil ist bei dem, dass du in der Außenansicht an deine Originalinstrumente im Flieger reingucken kannst. Ach, schade, die haben was behoben, was ich sehr genutzt habe, sehr oft. Wenn du in den Drohnenkameramodus gewechselt bist über die Einfügen-Taste und dann zurück auf die externe Sicht, da hat es 2 Sekunden gedauert, bis die Instrumente dazugekommen sind. Und die Zeit habe ich immer genutzt, um einen Screenshot zu machen. Schade, das geht jetzt natürlich nicht mehr. So, 3100 Fuß, oder? Wie sehe ich das? Ist ja weit schlimmer wie Dovetail. Ja, so habe ich bisher auch mehr Fotos gemacht. Hast du den Drohnenmodus jetzt noch gar nicht benutzt, Hunter? Hey, ich sehe die Sonne inzwischen. Und da kommt leichter blauer Himmel durch. Okay. Ja gut. Bau mir auch. Es wird langsam. Wie hoch sind wir denn schon? 30.000? Ach komm, dann probieren wir noch höher zu steigen. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, wie realistisch der Flight Sim ist. Oder gibt es dann Druckprobleme? Vielleicht bist du immer Fotos gemacht. Mal anschauen, nicht wirklich benutzt. Das funktioniert echt gut. Also kannst halt schön hier... Warte. Was macht der Freund? Freund der Berge? Was tust du? Wir ackern uns da durch. Aber windtechnisch bin ich echt ein bisschen enttäuscht. 24 Knoten habe ich jetzt. Weiter. Hallo? Oh mein Gott, er ist abgestürzt. Oh mein Gott!
Mayday, Mayday, Mayday. Sturga da ist down. Swiss Cheese, irgendwas. XY. Naja, gut, der mag halt nicht mehr mit mir reden. Wer nicht will, der hat schon. Nein, nie wieder Schweizer Käse. Ach, da ist er wieder. Oh, jetzt sieht er nicht mehr. Er hat sich Express abgestürzt. Ach du Scheiße. Hey, ich bin. Hier ist blauer Himmel. Ich bin fast drüber, glaube ich. Da vorne ist ein Strand, da gehe ich jetzt runter. Achso, du bist doch immer noch nicht unten. Andi. Du kannst ja beim Strand dann ja schön chillen. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ist das Strand für mich oder ist das. Oh Gott, ich komme nicht über die Häuser. Reiß ja keine Unschuldigen mit in den Tod. So. Oh nein, ich bin zu hoch. Du kriegst das hin, Junge. Dann nehme ich den Abschnitt da hinten. Denke fest an dich. Aber ich finde 22 Knoten im Hurricane ist ein bisschen untertrieben. Genau, ja. Das verstehe ich jetzt dann aber ehrlich gesagt nicht. Wie kann denn das sein, bitte? Das macht nicht so viel Sinn, wa? Bist du eigentlich auch über dem Sturm? Ja, ich war ja die ganze Zeit im Sturm drin. Ich bin erst jetzt über dem Sturm. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wo bist du gelandet jetzt? An einem Strandabschnitt. Okay. Holy shit. Ich bin gespannt, ob man das Auge sieht. Ich bin's fast, ja, noch nicht ganz zentral drin, aber ja, mal gucken. Oscar, kann man bei dir mitfliegen? Also kann ich dich hinzufügen? Du kannst einfach mir auf dem Discord deinen Namen nennen. Und dann kann ich dich als Freund mit dazu fügen, wenn du möchtest. Genau. Hängt von deinem Kontostand ab, sagt der Hunter. Genau, Rettungskräfte kommen angefahren. Yay. Was ist denn bei mir wieder los? Oh, Master Warning, Cabin Altitude. Ja gut, 33.000 Fuß, geht schon. Ich will hier nämlich wirklich drüber. Ich disregard jetzt mal die Cabin Altitude. Moment, ich füge dich mal kurz hinzu. Annehmen. Also auf der Map bist du irgendwie Richtung Kreta unterwegs und nicht Richtung Ding. Ja, aber da ist der Sturm. Okay. So, ich hab dir die Einigung verschickt, Oscar. So. Alles einkommt, vielen Dank. Sehr gerne doch. Kannst du gerne mit einfach dazuhängen hier. Wir sind hier eh schon. Christian ist mit am Start hier. Fatal Error ist mit am Start. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Ich sehe gar keinen mehr, weil ich glaube, wir sind inzwischen so weit oben, dass die anderen ausgeblendet werden. Dustin war hier zu meiner linken Seite irgendwo. Ja, Swiss Cheese ist auch nicht mehr so. Swiss Cheese. Da bin ich hier gespannt. So, inzwischen sind wir genau über dem Auge eigentlich, also genau in der Mitte von dem Sturm, aber
Ich sehe kein wirkliches Auge hier. Welchen Flieger nimmst du jetzt? Dreamliner. Okay. Hunter, du musst dich für heute leider verabschieden, musst morgen früh raus zum Arzt. Alles klar. Ja, dann vielen lieben Dank und ja, mach doch noch eine Verlosung bitte. Wenn gerade einige da sind, einfach eine Verlosung noch machen und dann wirst du dankend in den Feierabend entlassen. Tiefflughafen ist danken gekündigt. Ja, wir haben eigentlich keinen Tiefflughafen, wir haben eigentlich gesagt Athen, aber wir wollten eigentlich in erster Linie nach in das Zentrum von dem Medicane fliegen hier. So, 15 Sekunden, ihr könnt alle noch teilnehmen. Felix ist auch mit da. Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut bei dir. Oder guten Morgen, besser gesagt, inzwischen. Verstehe, ich bin gleich da. Bin auch wieder weg. Warte mal, bin durch, sehe wieder was. Ach, da bist du. Ja, genau, ich sehe dich auch, ich habe dich verfolgt. Schweizer, du hast gewonnen. Echt jetzt? Ja. Ach, wie geil. Gleich verspielen. Kannst gleich verzocken. Ja, natürlich. Hast du übrigens ein scheiß Casino? GTA? Ja. Ich habe vor einer Woche eine Auszahlung verlangt, die haben bis jetzt sich nicht gemeldet. Echt? Aha. Hast du angerufen bei denen? Noch nicht, nein. Ja, du musst natürlich anrufen. Ja, ich vergesse die ganze Zeit, aber die rufen eigentlich immer selber an. Echt? So, ich drehe jetzt wieder Richtung, ich würde mal sagen, auf Kurs 230 oder so. Und jetzt habe ich zu viel gedreht. 230 wollte ich eigentlich. Ach, nicht Kurs-Heading. 230. So, Pi mal Daumen, mal gucken, ob wir da vielleicht da drüben was erreichen können. Aber das ist echt affig, dass das alles so ruckelig geht jetzt innen auf den PFD. Und das sieht echt schlecht aus. Also hätte ich lieber das, was ich vorhin hatte. Ja. Weil von außen sieht es eigentlich relativ flüssig aus. Immer doch. Ja, nice. Schön, schön. Danke nochmal, Andi, für dein Vertrauen. Das hast du dir verdient. Ja, und gute Nacht natürlich. Schlaf gut und ja, bis später wahrscheinlich. Und viel Erfolg beim Arzt. Artemis, vielen lieben Dank für deinen Host. Das ist ein Host gewesen. Ja, vielen lieben Dank für deinen Host. Sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Wo kommst du her? Wo bist du entlang? Bist du auch geflogen hier? Putsch um die Kabinen zu entlüften, hast du auch einen Schalter. Übrigens, dann bist du das Geblinke los. Ach du, das Geblinke stört mich wenig. Ich habe das schon gesehen, kann ich hier machen. Aber, ja. Die ist halt schon auf 11.000 Fuß. Use Oxygen Masks. Ja, dann machen wir das doch, komm. Sauerstoff einschalten. Passagiersauerstoff einschalten. Haben wir. So, mal gucken, wie hoch wir noch steigen. Okay. Also ich drehe dann wieder weiter. Geh mal auf ein Heading von 310. Ah, ein bisschen überdreht hier. Aber mich würde es interessieren, hast du irgendwelche Ausfälle oder sowas bei dir aktiviert, Schweiz? Ich hatte zumindest nicht aktiviert vor dem Update. Kann sein, dass das Update aktiviert wurde. Okay. Ah, das sieht schon weiß aus. Ich mache mir jetzt auch mal ein paar Bilder. Ah, ich habe Verkehrszeichen an. Wobei, das kann man ändern. Nur mal, um eben ein schnelles Foto zu machen.
Sieht sehr geil aus. So. Fotos gemacht, dann machen wir die Verkehrseinmal wieder an, damit ich die ganzen Leute sehe, die hier eh mit fliehen, die Community mit am Start ist. Muss man das natürlich hier gleich mit dazu nehmen. So, Christian ist jetzt direkt vor mir. Und Fatal Error ist auf 33.000 Fuß. Ja, Steigen kommt halt hier in 35.000 Fuß eigentlich kaum noch zustande. Ich gehe weiter auf dem Heading von 300, sagen wir mal 340. Aber das bringt ja hier oben nichts. 14 Knoten. Ich werde die Höhe jetzt wieder reduzieren. Ich gehe mal auf, sagen wir, 25.000 Fuß. So. Mach das Ganze auch im Flight Level Change, aber ich gehe die Speed entsprechend höher. Ja, Gott. Herrgott Sakrament nochmal. Herrgott Sakrament. Sie fix Halleluja. So, 220 Knötchen. Das heißt. Okay. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu. Kommen wir sonst in die Overspeed rein. Na, okay, ich habe gerade minus 8500 Sinkrate. Ich sehe es Fatal Error, sehe ich. Und zur Frage von Oscar, kann ich dir leider echt nicht beantworten, warum bei das Spiel abstürzt, sobald du bei uns joinst. Ist echt eine gute Frage. Pah. Hab ich auch Dustin, keine Antwort wer drauf. Noch, wer war nochmal der Dustin? Dustin war, Pookie. Bist du denn? Links von mir und Fatal Error ist irgendwo rechts von mir. Aber wo bist du gestartet, bitte? Weil ich sehe dich nicht. In Catania. Ach so, ich dachte, du startest an meiner Position. Du alter Zipfelklatscher. Ach, hättest du mal gern. Sicher nichts. Sicher nichts, so, James, ja. So, jetzt schauen wir mal, Wind sind 20 Knoten, also irgendwie, keine Ahnung. Ja, das sind 17 Knoten bei mir. Boah. Ja, gute Frage. Was machen wir dann jetzt? Dann fliege ich jetzt wieder, fliege ich jetzt zurück nach Dingenskirchen oder wie? Ich glaube, ich fliege nach Catania zurück. Das bringt ja so nichts. Ja, das bringt ja so nichts. Ich dachte, wir erleben jetzt hier fette Action. Aber irgendwie ruhig. Ja, brutal. Ich meine, Vereisung, ja klar, aber keine fette Action hier. Ich dachte, da geht es jetzt richtig so mit 100 Knoten oder sowas zusammen. Hey, ich seh dich. Du siehst mich? Also, zumindest auf der, hey, ich seh dich auch. Dir, ja. Hey, du bist schon 25.000 Fuß? Ich habe auch einen Dreamliner. Ja, in deinem Traum vielleicht. Ja, darum auch Dreamliner. Mhm, mhm. Naja, reagiert nicht drauf. So. Ja, Word Speed stelle ich mal ein. Auf, wir gehen mal runter auf Flight Level 200. Flight Level 200. Unterschiedliche Uhrzeit vielleicht, oder fliegt ihr live? Wir fliegen... Naja, wir fliegen... Was heißt live? Du musst einstellen, alle Spielersichtbarkeit. Dann haben wir Traffic AI.
Und Wetter haben wir angepasst mit Live-Wetter, aber Uhrzeit so 16 Uhr oder sowas hatten wir als UTC-Zeit. Ja. Boah, jetzt wird es relativ dunkel hier. Christian sehe ich und dich sehe ich, Schweiz. Ja, dann sehe ich alle schon gar nicht mehr. Ich halte es gerade eigentlich Vollgas auf dich zu. Lol. Und du haltst wahrscheinlich Vollgas auf mich zu, oder? Ja, du steigst ja. Du steigst ja bis schon auf 30.000 Fuß. Ja, da oben, du siehst halt nichts von da oben. Außer du gehst mal, versuch mal auf 40.000 Fuß, ob du da oben was feststellst. Das ist echt witzig, wie du den Kabinendruck dampen kannst. Ich schalte das mal aus, mal gucken, was passiert. Ich schalte mal die komplette Enteisung aus, mal gucken, was passiert. Ja, die Lichter können wir anlassen. Master Caution. Warum nur? Ja, bitte? 20 Knoten Wind. Was denn? Achso, ja, auf dem Radar sieht es aus, wie ich gerade im Auge des Hurricanes, aber da ist nicht, also sehe nicht so aus. Nee, sieht gar nicht so aus. Also ich komme gerade aus dem Auge raus, laut meinem Radarbild, aber das weiß man natürlich auch nicht. Ich frage mich gerade, wofür gibt es die Funktion, die Kabine zu entlüften? Außer wenn du Smoke natürlich in der Kabine hast, aber sonst macht es doch keinen Sinn. Da ist Fee-Foxit. Autsch. Wer auch immer das ist, keine Ahnung. Was heißt Autsch? Ich habe mein Mikrofon angeschlagen, darum Autsch. Ah. Gut gemacht. Danke. Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe hier, also 20 Knoten mehr Wind kriege ich irgendwie nicht zusammen. Ah. Jetzt fließt die Munition nicht unbedingt. Hoppala. Gesundheit. Danke, danke. Ihr könnt das Wetter doch auch von horizontaler vertikaler Sicht umstellen. Was sagt das denn, wo es am schlimmsten ist? Ich weiß gar nicht, ob das bei dem hier geht. Bei dem normalen G1000 geht das. Ja, das ist ein bisschen... Wetter Selection. Ah ja, hier. Ja, aber trotzdem. Nee, hier oben ist auch langweilig. Passiert nicht viel, eigentlich eher tiefer. Eigentlich relativ weniger schlimm wie erwartet. Wieso hat er eigentlich schon wieder, oder wieso ist denn der nicht gesunken? Ich hab doch die Wordsuite hier aktiviert. Es scheint, als wird der Oscar jetzt dabei sein. Ja, geht bei dem. Ja, ja. Also ich bin auf 41.000 Fuß, das Einzige, was ich sehe, ich habe nur flache Wolken. Okay. Langweilig. Word Speed. Wieso macht er denn im Word Speed hier nichts? Wahrscheinlich, weil hier eben alles eingefroren ist, deswegen wahrscheinlich.
Ja, dann machen wir es halt wieder an, alles. Das Licht haben wir eh gesagt, können wir anlassen. Gucken, wie lange es dauert, bis Wetter wieder da ist. Bis Geschwindigkeit, die Pitos wieder enteist sind. Das lassen wir jetzt mal aus. Mal gucken! Hat geklappt, sehr schön, Oskar, sehr schön. Freut mich. Jetzt als Wetter, schau, hast du gesehen? Kaum ist die Speed Indication wieder da, geht auch dann der Autopilot wieder. Was ist eigentlich die maximale Geschwindigkeit einer 7, 8, 7? Oh, keine Ahnung, bestimmt Mach 8,3 oder 8,4. Oder schneller sogar. Ja, weil ich kann ja, ich fliege gerade auf Mach 9,3. Ja, gut, wie viel du fliegst und. Ja, okay, ich weiß jetzt auch nicht, wie realistisch das natürlich hier ist. Kein Plan. Also, Max Speed ist Mach 9,0. Also. Naja. Schwierig. So, Word Speed. Word. Downwards geht's, downwards geht's. So, downwards geht's, mal gucken. Boah, schaut es hier rot aus. Oskar sehe ich jetzt auch. Dich sehe ich auch, aber es ruckelt gerade ziemlich irgendwie bei mir. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. So, mal gucken, was passiert, wenn ich unter den Wolken hier wieder raustauche, was er da macht. Oh, Oskar holt mich sogar fast ein. Geil. Sehr cool, Oskar kommt in Formation vorbei. Sehr cool. Und der Schweizer, der fliegt sonst irgendwo hin. Naja, soll er machen. Wenn er meint, sich hier nicht anschließen zu wollen. Ist okay, kein Thema. Oskar, ich drehe auf Kurs 300. Und ich gehe runter auf 15.000 Fuß. Verstanden. Boah, schaut das hier krass aus von den Farben. Komm mit den Farben. Ich glaube, die sind jetzt auch nicht so üblich.
Aber es ist eins der wenigen Male, dass ich tatsächlich hier mal die Strobes sehe. Ah, das ist ja gar wieder Flaschen bei dir. Das wird doch bei dir. Achso, du hast ja die nicht. Genau, Set Heading 300. Ja, was für eine Nachricht, Herr Hunter. Oder war das schon eine Nachricht? Genau, sehr gut gemacht, Hunter. Jetzt kommt's gleich. Kommt so ein Riesentext, wie uns alle hasst und es nicht mehr sehen will. Hunter ist ein sehr vorbildlicher Mod. Hunter, du bist schon ganz braun im Gesicht. Das glaubt man gar nicht. Hey, sei nicht so frech wie er. Hunter hat gerade etwas getan, wofür du ewig lang gebraucht hast, mein Lieber. Hunter, wenn du das schon schreiben kannst, dann kannst du bitte noch einen Text für BSG machen. Was macht dieses Drecksflugzeug? Lieber Joel, vielen, vielen lieben Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schnapp den Sitzplatz und genieß die gerade doch sehr windige Reise, aber auch nur 17 Knoten beim Ausfliegen, gell? Hunter hat schon beide Texte geschrieben. Hunter, aktivier doch mal, zeig mal, was du kannst. Also den Metatext habe ich jetzt nicht abgeändert, aber den Backseat Gaming ist schon mit drinnen. Sehr gut, Hunter. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir dann irgendwann mal wieder aus den Wolken rauskommen. Beziehungsweise ich steig mal, ich sink mal noch tiefer auf. Ich gehe mal auf 5000 Fuß runter, mal gucken. Ob das was bringt. 8000 war mal, glaube ich. Ich gehe mal runter auf 8000. Descend and maintain 80,000 feet. On QNH 1013. Mehr umschalten irgendwie? Nee, gell. Nee, geht nicht. Ein bisschen turbulent ist es mit 16 Knoten. Ja, das ist ein bisschen schade. Weil es halt ein bisschen unrealistisch ist. Na, Oscar nähert sich immer weiter.
Die weißen Strobes, welche Lichter sind das? Das sind die Strobes. Das sind, wenn du die Lichter, warte mal, Lichter sind hier oben, glaube ich, gewesen. Genau, sind hier die Strobes. Hier, da, wenn du den ausschaltest, schau, jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Habe ich ihn jetzt ausgeschaltet? Hier, man kann es schwer erkennen. Ne, normalerweise sind das die Strobes. Lol. Ach, Puls heißen die hier. Ach, hier, das sind, okay. TWM hat das extra, das sind die normalen Strobes und das sind Pulslichter. Okay, das kenne ich jetzt selber nicht. Aber gut. Gibt's beim Airbus nicht. Da gibt's nur Strobes. Beim Airbus, wenn ihr Strobes, tut ihr sie immer auf Auto lassen oder tut ihr sie auf Auto? Immer auf Auto. Strobes bleiben immer auf Auto. Immer auf Auto. Ja. Okay. Die schalten sich dann ein, wenn wir in der Luft sind. Weil die blenden abartig nur. Alright. Yes, sir. So, mal schauen, wer als erstes in Catania ankommt. Ja, das ist unfair. Ja, warum? Das sind die schnelleren Flieger. Ah, okay. Lüge. Oscar nähert sich jetzt komplett nah. Voll geil. Oscar und ich, wir fliegen jetzt hier schon im Formationsflug. Oskar, ich beschleunige mal ein bisschen, damit wir schneller in Catania sind. Ich gehe mal auf ja, so um die 70%. 100% Throttle. Eigentlich heißt es ja Thrust, aber irgendwie wird das hier irgendwie anders betitelt. Torque heißt es hier, okay. Ja gut, bei Turboprop 98% Torque bin ich. Und es ist ganz rot, die Sonne, es ist echt krass. Du bist viel schneller, bist schon fast wieder unten. Nein, Hunter, ich hasse dich nicht, ich mag dich sogar dafür. Dass du meinen Job gemacht hast. Ja, ja. Hast du gut gemacht. Inspirationsflamme ist wieder mit am Start. Einen wunderschönen guten Morgen dir. So, ein bisschen weg, darf morgen nicht verpennen. Ja, dann ab ins Bett mit dir und danke dir für deine Hilfe und für deinen sehr gut geschriebenen Text, wo ich bei jemand anderem schon ewig drauf gewartet habe. Bei wem? Aber Hami? Ja. Schlimm. Hami, weiß ich gar nicht. Nee, der war heute gar nicht da. Schweizer klingt, als ging es ihm wieder besser. Wie ist sonst die Lage? Ja, erzähl selber mal, Schweizer, wie geht's dir? Ja, mir geht's tatsächlich viel besser. Ich bin heute aber auch zu Hause geblieben. Ja. Ich bin heute geschlafen, auskuriert. Lag hauptsächlich im Bett, ohne Gerät in der Hand. Und heute Abend wieder zocken. Und jetzt noch frei morgen. Also ja, passt. Danke der Nachfrage. Ja, finde ich auch sehr, sehr nett, oder? Wirklich, eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit. Also, finde das wirklich sehr nett. Ich muss ehrlich sein, ich weiß ja nicht, ob es Frau, Mann, divers, wenn man sich immer sieht, ist darum sage ich Persönlichkeit. Ja, das weiß man bei dir auch nicht so genau. Genauso wie bei Kalle, das keiner weiß. Bei Kalle ist, ja.
Da sieht man sehr schön das Eislight, das hier auf die linke Seite leuchtet. Wenn ich das jetzt ausmache. Warte mal, kann ich das so? Ja, schaut's her. Zack. Kann ich das Eislight ein- und ausschalten? Boah, das schaut sehr, 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 sehr schön aus. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da ein schönes Bild noch hin. Boah, Leute. Der Einzige, der mich gerade nervt hier, ist der Schweizer, weil ich jetzt extra dann. Oskar, ich muss leider mal kurz in Pausemodus gehen. Sorry. Ja, da haut er ab natürlich. Sorry. Ich hab nicht. Vielleicht 10 Sekunden, wenn du selber 10 Sekunden in Pausemodus gehst, kannst du das wieder reinholen. Ach, da ist er wieder. Ja, passt. Boah, was ist das bitte für ein Screenshot? Ja, jetzt könnte man straight in auf die Militärbahn rüber landen. Der Flughafen ist rechts von mir. Ach, scheiße. Ha, sehr gut. So, jetzt gehen wir aus dem Mode wieder raus. So, dann werden wir jetzt auch den Descent weiter abbauen. Die Höhe weiter abbauen und das ein bisschen beschleunigen. Oh, die Displays, die nerven mich echt grandios. Inspirationsflamme, vielen lieben Dank für dein Check-in und auch an dich herzlich willkommen bei uns an Bord. Du hast eh schon Sitzplatz gesichert, das weiß ich ja eh. Da freue ich mich, da freue ich mich richtig. Dankeschön. War ja überfällig. Ja, könnte sein. Und danke fürs Aufklären. In der heutigen Zeit weiß man ja leider nicht so genau, wie sich wer als was sieht. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Auch aus Respekt der Person gegenüber. Aber hat er sehr gut formuliert, oder? Mhm. Ja, also ich gehe jetzt runter. Also was ich meinst? Bin biologisch auch ein Mann, aber ich sehe mich als Stuhl. Ja, du klingst auch so. Gell? Jetzt zu dir, mein lieber Freund. Weißt du, dass du ein sehr geiler Kollege bist. Was ich schon mal sagen wollte, ist, es ist ein großartiger, was du mir erlebst. Wow! Wow, Inspirationsflamme. Vielen, vielen lieben Dank. Und du hast somit direkt schon dein Upgrade in die First Class übernommen. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, mach's dir bequem, mein Lieber. Mach's dir bequem. Freut mich echt sehr. Es ist bis dann eine sehr angenehme Persönlichkeit, ohne jetzt schleimen zu wollen, aber macht Spaß mit dir zu diskutieren. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier runterkommen. Deswegen. Schweizer, bist du ja noch nicht am Boden, oder? Nee, ich bin aber eben. Okay, Autopilot off. Und wir werden jetzt mal kurz das Fahrwerk schmeißen. Dafür werden wir erstmal ein bisschen kurz runterbremsen. So. Gear down. Flaps 1. Auto Brakes auf 3. Flaps 2. Und ab in den Slip. Mal gucken, was wir hier machen können. Mal gucken, was wir reißen. Ja, Oskar, tut mir leid, wir sind jetzt hier ein bisschen, haben ein bisschen Anker geworfen, aber ich muss schauen, dass ich hier einen Schweizer hier noch kassiere. Boah, ich bin so mega im Slip, komplett konfiguriert für die Landung. Wo bist du? Wo bist du? Weil du bist, ich sehe dich nicht. Gear down. Ja, das sagt gar nichts. Wie weit bist du raus? Flaps voll. Shit, wo ist er? Schau, wer gewinnen will. Landest du übers Meer rein oder wie landest du rein? Hallo, Flugzeug, reagier. So. Ich habe gerade ein anderes Problem.
Aha. Jetzt reagierst du. Hätte ich auch gesagt. So. Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir gewinnen den. Landest du übers Meer rein oder über... Nee, ich komme über den... Okay, Runway ist blockt, nur zu deiner Info. Das ist mir scheißegal, ich lande trotzdem. Was sieht das geil aus mit dem Himmel. Ja, du wirst vor mir landen. Glückwunsch. So. Hä? Was war das denn? LOL, was ja, war das denn? Was ist? Dieser Humpel, gell? Ja. Ja, ich auch. Was war das denn? Okay. Das Geile ist, ich bin mal am Toten Meer gestartet. Gibt ja einen Flughafen. Und ohne Scheiß. War in der Luft und bin dann voll gegen irgendwas geknallt. In der Luft gegen eine durchsichtige Wand. Ach du Scheiße. Ich habe gerade eben das Problem, dass ich die Nase des Flugzeugs nicht hochkriege. Bist du auf Manual Flight schon? Ja. Aber du bist gelandet, ich bin jetzt im Anflug. Ja, ich sehe dich. Vielleicht sollte ich abrollen. Ja, und ich habe gerade den Text wieder verpasst. Nur guck, an den lieben... Oscar. Ich will kein Go-Around machen. So, ich hab Runway vacated, war ja. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. War ja. Ich hab grad echt Probleme, meine Dinger reagieren nicht, scheiße. Okay. Ich kann nicht hochziehen. Dann trimm ich den halt hoch. Ja, der Himmel ist echt gigantisch, oder? Das schaut doch mal richtig gut aus. Mayday, Swiss G69er, unable to control aircraft. We lost the aircraft. Roger, this is Lima India Charlie. Please open your left door and jump out. Swiss G69er, we will... Oh my god, we will crash into the highway. Before, in front of the runway, no disregard. But we will crash with nose gear first. Oder auch nicht. Yes, please call the fire service. Thank you very much. Weißt du, was für eine wunderschöne Landung. Dankeschön. Okay, was jetzt? Was jetzt? So, jetzt muss ich erstmal kurz im Chat legen. Ich bin genderfluid und möchte heute eine Weinbergschnecke sein. Okay. War ja auch überfällig bei den vielen Zeilen, die ich hier schon verloren habe. Aber Inspiration von mir ist, soll sich ja keiner genötigt fühlen dazu. 62 waren es Inspirationsfragen. Hast du mal neu mitgezählt? Ja, sicher. Ich kann das sehen, wer wie viel nachher geschrieben hat. Was für ein Himmel. Mianta ist auch mit am Start. Einen wunderschönen guten Morgen. Kann man auch die Zeichen setzen? Jetzt aber gute Nacht. Alles klar, schlafen. Nee, leider nur Sätze. Und Real Henker ist auch wieder mit da. Könntest du auch tatsächlich bei mir in der Stadt bei unserem kleinen Flughafen starten? Geht das? Yes! Könnte ich. Phoenix, schönen Abend euch. Muss leider auch wieder zeitig raus. Wir sehen uns. Ja, danke dir, dass du trotzdem hier noch mit reingeguckt hast. Schweizer, wo bist du jetzt eigentlich hin? Raus. Okay. Ich kann das Flugzeug nicht mehr steuern. Ja, dann machen wir das Hauptmenü und dann überlegen wir jetzt, was wir jetzt tun. Ja, cool, dass du mit am Start warst. Schlaf gut und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn du mit am Start bist. Oscar, na klasse, war hinter dir und durch in den Bug hat mir die Triumph verdreht. Ach, verdammt. Sehr schade.
Phoenix, dir auch eine gute Nacht, ist ja auch wieder spät. Wie krass, als ob der Simon so krank aufgebaut ist. Doch, ist er. Ist echt, echt krank. Bloß das hier war jetzt irgendwie ein schlechter Witz hier, dieses Medical. Ja, keine Ahnung. Oh, Kairo. Kommt mir bekannt vor. Glaube ich. Boah, das sind aber einige Wirbelstürme gerade über dem Atlantik. Ja. Ist auch wieder Zeit dafür. Wir könnten ja nach Teneriffa. Wo sind wir da denn? Horta? Wir können ja von Lanzarote. Nee, aber bei Teneriffa. Wir könnten eine Inselhopping von den einzelnen Inseln machen. Können von La Palma dann nach Teneriffa, Gran Canaria, Fuerte und Lanzarote machen. Aber wir wollten ja, du wolltest ja Karibik dir anschauen, gell? Ja, stimmt. Du sagst das, weil ich. Über meine Stadt überlegen. Fliegen könnt ihr machen. Wo kommst denn du her? Wenn das Kartenmaterial gut ist in der Gegend, könnten sie über von deinem Haus landen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir müssen nur gucken. Da ist nämlich auch so ein Einfluss von einem Wirbelsturm hier über. Aber das wird ja vielleicht eh spannend dann. Über Palma. Ja, ich würde sagen, machen wir ein bisschen. Warte mal, dann lege ich mir hier teilweise, also echt Ankunft, also von Palma nach Lanzarote, dann der Teneriffa, Gran Canaria und Fuerte. Und das Geile ist, Schweizer, guck mal kurz in den Stream rein, bitte. Ja. Das Geile ist, okay, du bist jetzt eh ein bisschen hinten dran, höchstwahrscheinlich. Du kommst von Norden hier rein und im Anflug fliegst du tatsächlich so, wie ich es jetzt hier aufgereiht habe, über die ganzen Inselgruppen hier drüber. Ach, man sieht leider vom Ding jetzt hier nicht. Also, als ich nach Teneriffa geflogen bin, geht's hier, Herrgott, hör auf jetzt. So über Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria und dann holst du hier so aus und machst dann hier so deinen Anflug rein. Aber du fliegst wirklich direkt über die Insel drüber. Und das sieht mega mehr stark aus, weil diese ganzen Küsten sind so richtige Steilküsten hier. Das sieht mega geil aus vom Anflug her. Aber fliegst halt auch über 5 Stunden. Hunter, jetzt schleich dich endlich, geh ins Bett, damit du morgen nicht verschläfst. Mach's gut, mein Lieber, schlaf gut. Marl, muss mal gucken, ob es das für den Flughafen. Müsste Marl Lohe Hüle heißen. Marl? Ja, gibt's hier, schau. ED Lima Mike. Echo Delta Lima Mike. Gibt es. Machen wir gerne, aber nicht jetzt. Wir wollen jetzt hier erstmal noch diese Kette machen. Vielleicht später oder beim nächsten Mal. Wenn es nicht schon wieder mit dabei ist, erinnere mich bitte nochmal dran. Ich bin auch mal über meine Gegend geflogen. Die große Papierfabrik ist da, aber der Rest ist eher ein Witz grafisch. Ja, ich finde, die Google-Karten sind da ein bisschen besser als die Bing. Ich finde ja, die hätten mal Google-Karten nehmen sollen. Zwei doofe, ein Gedanke. Gedanke. Ich fliege noch eine Runde mit. Ja, gerne. Also wie gesagt, von Palma nach Lanzarote hier rüber hüpfen. Und den Airport nehmen, lassen wir aus. Was nehmen wir für einen Flieger? Ich habe die Grand Caravan genommen. Die Caravan? Ja. Wird sich eigentlich echt anbieten. Finde ich keine so schlechte Idee von dir. Und welche Lackierung hast du genommen? Médecins sans frontières. Ärzte ohne Grenzen. Okay, ich nehme DHL. Warte, ich will nicht für eine Firma fliegen. Die gefällt mir ganz gut, die nehmen wir jetzt einfach. Hast du dir auch deinen Namen gegeben? Ach, war eh mit drin. Oh, Heiland sagt den Namen. Nee, ist noch drin vom Vorhängen. Ah ja, stimmt. Flugbedingungen, wie viel Uhr? 17 Uhr. Ich mach 16 Uhr wieder. Ja. Und go for it. Auf geht's, Leute. Flight schon erstellt. Sehr nice, sehr nice. Ja moin, als ob es das wirklich gibt, ey, ich breche ab. Doch, das ist so geil gemacht, das ist echt super.
So wie du das hier siehst, das ist eigentlich Spielgrafik. Sind leider die Bing-Karten und nicht die Google-Karten. Ich glaube, mit Google wäre es noch geiler. Ja, aber Bing wird jetzt eh nachholen. Das aufholen, ja. Meinst du? Ja. So, bist du schon in der Luft oder wo bist du? Ich bin gerade erst gespawnt. Okay, ich auch. Dann stehen wir jetzt aufeinander. Yay. So, jetzt schauen wir uns mal kurz den Flieger noch an. Okay. Wir könnten das sogar im Nav-Mode abfliegen. Warte mal, die Range. Dreh ich mal irgendwie ein bisschen weg. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie der Wind, aber das. Weißt du was? Das ist doch echt kacke. Schau mal, das sieht auch alles so verwaschen aus. Das ist überhaupt kein klarer Display mehr. Die haben irgendwas, haben sie falsch gemacht. Auf 5 Knoten Tailwind, das war echt ungut. Ja. Hä, aber das kann ja nicht nur uns so gehen. Sag mal Leute, geht das bei euch auch so? Oskar, schaut das bei dir auch so schlecht aus, so verwaschen, dass das hier überhaupt nicht irgendwie zusammenpasst? Also die Schrift war vorher komplett klar zu lesen. Das schaut jetzt seit dem Update echt komisch aus. Oder es gibt in den Einstellungen noch irgendwas einzustellen. Gibt es da vielleicht irgendwie was? Mein Anti-Analyzing war falsch. Grad Detail. Du musst dir mal deine Grafikeinstellungen angucken. Die haben sich verändert. Also bei mir zumindest. Hä, das stimmt alles nicht mehr. Anti-Aliasing war bei mir draußen, der Rest stimmt noch. Aber bei mir eben nicht. Kann alles neu einstellen, na super. Ich habe meine alten Einstellungen aber nicht mehr im Kopf. Gebäude habe ich auf Mittel, Bäume auf Mittel, Gras und Büsche auf Mittel. Och nee, ich weiß es nicht mehr, was war, wie war. Glass Cockpit Refresh Rate kannst du ganz unten einstellen, Junge. Wo? Ganz unten. Ach, Tatsache. Geil, hoch. Ah. Oh, endlich ist das Display wieder klar. Leute, schaut euch das an, das Display ist wieder klar, so wie es sein sollte. Ah, und draußen schaut auch wieder schöner aus. Ich will aber eine Kleinigkeit nochmal angucken, mir. Ich wünschte, ich hätte auch so einen PC, um sowas geil zu zocken. Du kannst auch mit einem älteren PC schon halt nicht in dem Detailgrad zocken, aber es geht ganz gut sogar. Ich will nur mal kurz gucken hier. Ja, sorry. Nicht akzeptiert. Okay, Schweiz wird gebannt. Geil, endlich. Endlich hast du Ruhe. Ja, kein Bock mehr. Voll geil. So. Okay. Also, dann gehe ich jetzt mal in die Luft, Junge. Mach das. Thrust set. Und angeblich sollen auch die Effekte an den Reifen irgendwie angepasst worden sein. Ich weiß ja nicht genau, was damit gemeint ist. Oh, die Wassereffekte, das müssen wir uns mal angucken, wie die angepasst wurden. Bei mir ist es 1A. Ja, dann leckt's. Also wir haben es rausgefunden, es lag an den Grafikeinstellungen. Wir haben es rausgefunden. Aber danke fürs Bescheid geben. Der ist mir gekauft, der sagt mir, ich habe nicht mehr die Mindestvoraussetzung, aber GTA RP läuft, verstehe ich auch nicht. Naja, GTA Roleplay ist, GTA ist ja ein altes Spiel, Flo.
GTA ist ja ein altes Spiel im Vergleich zum Flugsimulator. Ich mach... Oh, jetzt redet bei mir auf einmal eine Frau, gell? Echt? Ja. So, Altitude, auf welche Höhe steigen wir denn? Ja, machen wir 2500 Fuß oder sowas. Hey, ich sehe dich mal wieder nicht. Hey, achso, hast du Verkehr eingestellt? Ja. Ich nehme ich nicht. Moment, ich stelle das mal ein schnell. Und ich schaue und ich schaue und ich sehe niemanden. Siehst du andere? Nein. So, auf geht's hier nach Teneriffa. Ja, das ist aber echt ärgerlich. Ja, jedes Mal der gleiche. Ah. Das nervt echt. Oskar, siehst du andere hier? Siehst du andere? Flo, was hast du eigentlich für einen Rechner? Ich denke, da ist Grafikkarte, Arbeitsspeicher und CPU relevant, was er sagt. Warum? Achso, die kleine Insel ist, da ist kein Airport drauf. Oh, halt's mal, Controller. Ja, wenn wir uns nicht sehen, sollen wir dann nochmal neu starten? Naja, wenn wir uns nicht sehen und wir alle auch niemanden anderen sehen, dann liegt's nicht an uns. Meinst du, dass es vielleicht irgendwie am Server liegt? Mhm. An alle anderen, die gerade hier mit am Start sind, seht ihr momentan uns? Ich setze mich mal kurz als offline. Und dann nochmal als neu online. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Wart mal ein paar Sekunden. Oskar, kannst du andere Leute sehen? Das wäre relevant, interessant. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich heiße nicht Flo, ich bin Ryan. Ach so, Ryan, verdammt. Ryan, sorry. Im RP gewesen. Mariupolis. Okay, du siehst eine. Okay, dann liegt's an uns tatsächlich. Dann werde ich mal kurz schauen, ob ich den... Wenn ich den Server hier wechsle, ob das was ändert? Ryan, okay, sorry, ja, ich wollte mich gerade in meinem schlauen Büchchen nachgucken, weil ich mir jetzt nämlich auch nicht hundertprozentig sicher war. Ich habe dich hundertmal versucht anzurufen, aber ich glaube so langsam, Ryan Trigger bist du, richtig? Ach, Real Flying heißt der Flo. Real Flying Horse. Maurice, okay, Maurice. Wieso spielst du nicht mehr? Ich hab dich nie wieder erreichen können. Echt schade. Ich hätte voll Bock gehabt. So, jetzt gehe ich wieder auf Westen und guck mal, ob du jetzt wieder da bist. Ich habe mich gerade auf offline gestellt. Oskar hat mir auch eine Gruppeneinladung geschickt. Aber das bringt nichts. Die Gruppeneinladung hat keinen Unterschied, dass wir uns sehen oder nicht. Ach, das nervt. Ja gut, dann gehe ich jetzt noch mal rein. Nee, kommt nichts. Ich beende mal kurz und gehe noch mal neu rein. Ist die Frage, ganz rausgehen oder nur aus dem Hauptmenü? Ich glaube komplett, oder? Ich glaube ganz. Ja, ich mache es auch nochmal. Sorry Leute, es handelt sich nur um ein paar Sekunden Switch. Ah, Motorradführerschein machen, sehr cool. Ah hier, am Wochenende wie mal reinschauen, bitte. Morgen hat sich ja sehr, es hat sich echt mega viel verändert, vor allem läuft der Server endlich flüssig. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich.
Nee, also es rentiert sich schon. Dann wirst du in deinem Handy, du hast ja in deinem Handy, ich weiß nicht genau, wie lang es her ist, dass du das letzte Mal tatsächlich da warst, aber dann hast du in deinem Handy jetzt auch eine Verlaufsliste, wer dich angerufen hat, dann wirst du ein paar Anrufe von mir sehen. Start sicherheitshalber auch mal neu, ja, mach das mal, Oscar. So, wo bleibt er jetzt? Was ist? Ich starte auch neu. Ja, Max wird sich sehr freuen. Ich sehe hier gerade ein USB-Kabel runterhängen und frag mich, was das ist. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist der Grund, warum mein Joystick vorhin nicht funktioniert hat. Lul. Das war nämlich der USB-Hub vom Monitor. Der hat zwar Strom bekommen und ich dachte mir, ah geil, leuchtet, passt. Aber ich habe ihn halt nicht am Rechner angesteckt. Super Sache. bist du RTPL-Pilot? Jawohl. Momentan noch Frozen RTPL, weil ich noch nicht 1500 Flugstunden habe, aber RTPL. Echt, auch wenn man offline war, sieht man trotzdem, wer angerufen hat. Yes, dafür ist es gemacht, dass du, wenn du OC warst, sieht, wer dich IC angerufen hat. Da siehst du ja deine Telefonliste, steht auch, kannst direkt draufdrücken und dann kannst direkt den Rückruf starten. Und wenn du jetzt mich zum Beispiel anrufst, sehe ich natürlich, dass du mich auch angerufen hast. Also das funktioniert echt ziemlich gut. So. Dann der gleiche Spaß nochmal. Abflug. Lanzarote Ankunft. Wie weit bist du, Schweiz? Ist noch am Aufstarten. Am Aufstarten? Es ist noch am Aufstarten, weißt du. Live-Verkehr war bei mir auf KI gestellt. Warum auch immer. Alle Spieler Live-Verkehr Standard, richtig? Alle Spieler Live-Verkehr Standard, Live-Wetter, ja. Passt. Ich habe 16 Uhr UTC eingestellt bei mir. Und ja, ich werde direkt mal laden. Ah nein, ich habe meinen Flieger nicht benannt. Na wurscht. Ich fange Februar 21 mit der PPLA an. Echt? Sehr geil, Oscar. Das ist nice. Das freut mich zu hören. Wo machst du deine Ausbildung? Ach du Scheiße, wird dann arschvoll sein. Ja, er speichert nur 20 deiner letzten Anrufe. Hat er anscheinend eine Polizei-Idee, wie ich Pause machen? Ja, das wird jetzt wahrscheinlich vergessen sein. EDXF, was war EDXF? Ich hab's leider nicht im Kopf, sorry. EDXF war das nicht Sylt? Echt? Flensburg Schäferhaus. Fast. Oh. Ja, aber im Norden, immerhin. Ja, hat gut gepasst. Ja, nice. Freue ich mich sehr für dich. Ist eine ganz geile Sache. Vor allem, da im Norden bin ich auch sehr viel rumgeflogen. Das heißt, ich kenne mich da ein bisschen aus in der Gegend. Ich habe meine MEP im Norden gemacht, in Rostock. Ja, wie viele Sitzplätze? Wir haben eins, vier Reihen, acht Sitzplätze haben wir. Oh, ich höre jemanden. Bist du das? Mhm. Noch nicht da. Ach, das war ich selber. Okay, ich starte mal. Take off. Thrust set. Oh, ich höre jemand. Das war ich selber. Ja, weil auf einmal die Engine aufgeheult hat und ich habe eigentlich nichts gemacht. Deswegen dachte ich mir, okay. Twist, Cheese. 6-9. Positive Climb. Gear up. Haben wir aber keinen. Kein einziges Fahrwerk. So, jetzt schalten wir direkt mal. Du willst Zähne doch switchen. Oh, sorry, danke. Danke an Ryan, der es geschrieben. Danke dir. Mille grazie, mille grazie. Ihr habt nicht so viel verpasst. Nur ein Take-off. Gut, wir steigen mal auf. Ah, der dumme Controller schon wieder. 2500 Fuß. Autopilot. Flight Director lässt. Der Ding lässt sich gar nicht einschalten hier, der Gierdämpfer. Und ja. Im NAV Mode. Altitude haben wir gesetzt und wir machen das mit Word Speed.
Yay, und ich sehe mal wieder niemanden. Und ich sehe... auch niemanden. Was für ein Scheiß. Bin ich auf Verkehr hier tatsächlich? Verkehr? Ein. Ich habe extra nachgeschaut, dass ich auf Verkehr bin. Oh nö. Europa Westen on. Achso, bist du auf online? Ja. Ja, dann. Keine Ahnung. Dann müssen wir jetzt mal kurz warten, vielleicht. Hm. Ryan wird sich bei James vermelden in den nächsten Tagen. Nice. Das verloren gegangene Kind ist zurückgekehrt. Ja, das ist aber nervig. Was ist? Wie hieß denn nochmal ganz der Name Ryan? Ryan Trigger. Glaube ich, Trigger also, war es. Ich hatte wie Hollow im Kopf. Nee, nee. Das wäre ein mieser Gangster gewesen. Ja. Eben. Die ganzen Screenshots gibt es dann natürlich auch auf Discord. Lade ich dann heute Nacht noch drauf. Auf jeden Fall, ich glaube, der wird viele Probleme bekommen. Okay. Hey, dann wäre Ryan ja eigentlich prinzipiell was für uns, oder? Schweizer. Meta. Das sagen nee. Wir in alles IC. Nein, nein, ich. Das war eine Frage an dich, das hat nichts mit Meta zu tun. Inwiefern für uns? Er kennt uns ja nicht. Ah. Er ist viel zu lange schon weg, er kennt uns nicht. Will er uns kennen? Will er vor allem den Schweizer kennen? Ja, wer will einen Schweizer nicht kennenlernen? Viele. Echt? Wer? Ich kenne keinen einzigen. Achso, wir müssen den Titel, den Stream-Info noch ändern. Wir sind nämlich jetzt hier. Kanarische Inseln. Kanarisches Inselhopping, das passt doch ganz gut, schätze ich mal. Warum hatten wir bei den Tags irgendwie so einen Schmarrn nur? So, Multiplayer hat er noch als Tag mit dazu bekommen. So, Schweizer, man sieht, wir sehen uns jetzt aber tatsächlich nicht. Ich sehe gar keinen. Oscar, siehst du irgendjemanden? So als IC. Das wird ja alles IC nicht benutzt. Nein, natürlich wird das nicht. Also ich trenne es strikt. Aber natürlich ist das. Ja, ich würde nicht sagen, es ist die Ausnahme, dass wir das strikt trennen. Aber es gibt halt ganz viele, die es nicht trennen können. Die das zu ihrem Vorteil verwenden, weil es Idioten sind. Meiner Meinung nach. Bei mir ist gerade der. Siehst du jemanden? Mariupol ist auch getaucht, ja. Ah, den hat der Oscar vorhin gesehen. Hm. Ist wird erstmal allen schlecht hier. Ach, interessant. Inspirationsflamme ist auch EC. Und kennt uns. Echt? Ja, hat er ja geschrieben. Mein Char kennt euch und ihr seid ihm persönlich egal. Okay. Ja, so kann man es auch sagen. Zumindest bis IC irgendwelche Funkgeld bei euch auftauchen. Was soll war das eine Andeutung auf jetzt, was wir gemacht haben? Ich tippe mal darauf, dass er Polizist ist. Ja, ich glaub's auch. Ich hab wirklich Angst, was mich IC erwartet. Ich habe Verkaufsbetrug gemacht. Ja, aber das ist doch verjährt schon, oder? Ich sehe übrigens den Oscar jetzt auch. Ja, super. Warum? Hast du vorher keinen gesehen und kam das jetzt, oder? Ich habe gar keinen gesehen beim Telekopf und dann plötzlich kamen die Leute. Ich bin mal auf den USA-Server geswitcht. Ich warte mal kurz.
ist aber interessant, dass die Portionsflamme das in Char uns kennt. Und wenn wir das kennen, dann von. Falsch, dass es verjährt ist, ja, das dachten wir schon. Das ist auch geil, die verschiedenen Wasserströmungen, die man hier sehen kann im Meer. Aber kleines Ratespiel, James hat meinen Charm mal angerufen, um Hilfe zu bekommen. Nox! Nee, das ist doch kein. Also, war das falsch jetzt auf Polizist oder auf. Doch, Nox, er ist Nox. Das kam aus der Pistole geschossen, hab ich dich erwischt? Weil der Nox ist. Dann sage ich jetzt nichts mehr ohne meinen Anwalt. Ja, und ich nehme alle VODs raus. Vor allem das vom Großhändler, das auf dem Grundstück. Ja, das darf natürlich nicht. Das siehst du. Nee, das, ich habe das VOD extra so zusammengeschnitten, dass es nur das drauf ist, was drauf sein soll. Negativ, du bist nicht Nox. Echt? Scheiße. Aber ich muss ihn ja auch kennen, wenn er sagt, er kennt uns beide. Gute Richtung. Aber wenn er ein Cop ist, ich kenne doch, glaube ich, nur. Persönlich kenne ich, glaube ich, nur Nox. Aber. Ja. Ich habe in der Tat meinen Polizisten angerufen. Ah, Richter Konstantin von Berg. Ah, der Richter. Sehr gut, sehr gut. Ja, nice to know. Ja, ist sehr cool. Weißt du, was ich dann auch sehr gut verstehe? Deine Diskussions... Art und Weise kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen. Weil du das IC genauso ausleben musst und mega nice. Passt du echt perfekt in die Rolle. Also wenn das Diskutieren, was wir neulich gemacht haben, oder die letzten zwei Nächte gemacht haben, deine wahre Persönlichkeit widerspiegelt, dann passt deine wahre Persönlichkeit perfekt zu deinem IC-Charakter. Charakter. Herrgott, ich krieg schon keine richtigen Worte mehr raus. Das schaut ziemlich cool aus mit dem Wetter, finde ich. Deswegen gibt's auch hier einen Screenie. Aber ich wechsle jetzt nicht mein. Ja, bitte? Also zu Richter Konstantin von Berg. Persönlich haben wir aber nie zusammen geredet, der Schweizer und du. Meint er war früher mal Anwalt, aber ich weiß nicht, ich habe dem seine Nummer mal am Würfelpark, glaube ich, mir geschrieben. Oh, nein, was war das? Jetzt muss ich überlegen, war das. Nee, das war aber nicht der beim Mehlverarbeiter stand. Und seine Nummer ausgeteilt hatte. Als wir Flo und Marc besucht haben. Weil da stand ja jemand, aber das war noch ein Anwalt zu der Zeit. Keine Ahnung. So, erstmal gleich alle meine Dokumente durchschauen. So, jetzt sehe ich euch auch. Jungs, wisst ihr, wie ich es gemacht habe? Vielleicht für die Zukunft. Ich habe auf Offline gewechselt. Bin dann auf den USA-Server. Bin da eine Minute geflogen. Hab dann zurückgewechselt. Und hab mich wieder online gestellt. Und jetzt seid ihr da. Ha, schau mal. Ich hatte recht. Das war der, den wir Mehlverarbeiter getroffen hatten, den er okay. Ausgeteilt hat. Ich bin IC viel ernster als im normalen Leben. Ja, ist ja auch gut so. Das ist ja auch dein Job. Aber dann Glückwunsch, dass du jetzt schon an, weil dass du Richter bist. Doch, ganz genau, Schweizer. Gutes Gedächtnis. Ja, das ist ja unser Job, weißt du? Aber was meintest du mit den Funkgeräten? Ist das ein Problem, oder wie, wenn man Funkgeräte hat? Die sind ja illegal. Und als Richter, das soll er mir doch beantworten. Unscheinheilig guck. Frage. Unscheinheilig guck. Oh, du bist alt. Was ist das eigentlich? Oscar? Ah, direkt hinter mir. Ja, und ich mache hier gerade einen negativen Looping, damit ich euch wieder einhole. Oder ihr die Möglichkeit habt, mich einzuholen. Ja, wir sind jetzt.
Ciao, ciao. Ich bin gerade im Rückenflug euch entgegengeflogen. Ja, so viel Ciao, ciao brauchst du gar nicht anfangen hier. Inspirationsfrage, man merkt hier, deine Ironie fasst nicht an beim Nein, Nein. Was merkt man ihm nicht an? Seine Ironie beim Nein, Nein. Zur Frage sind Funkgeräten, weißt du? Ach so. Gar kein Problem. Ja, Oskar. Ja, nice. Ich sag dazu immer mein vertikales Holding. So, Konstantin von Berg. Nice. 911 steht für 911er Porsche. Sehr geil. Apropos Porsche, da kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Tagesaktuell, beziehungsweise heute ist ja Donnerstag, ich rede von gestern Mittwoch, hat von meinem besten Kumpel aus der Heimat seine Schwester einen Porsche Boxster gewonnen und den haben sie gestern abgeholt. Einen niegelnagelneuen Porsche Boxster für 71.000 Euro. Geil, oder? Lucky Busters. Und zwar in so einem Bank... so ein Banklos. Das ist so ein Sparkonto, da legst du 5 Euro an, 4 Euro gehen auf dein Konto, 1 Euro zahlst du für dieses Los und da gewinnen regelmäßig die Leute. Also auch größere Geldbeträge und so weiter. Also es ist mega nice. Kann ich leider nicht machen, weil ich nicht bei der Bank ein Konto habe. Und deswegen extra ein Konto da zu machen, rentiert sich nicht. Aber sehr cooler Fun Fact. Findest doch IC raus, also wende dich am besten an die örtliche Polizeiwache, ja. ich glaube nicht. Meinst du, wir kriegen jetzt ein Problem, wenn wir zugeben würden, dass wir Funkgeräte haben? Ich will jetzt mal so OC. Ah, Inspiration von kann der IC von OC trennen. Garantiert, ja. Der macht keinen Meter. Ich glaube, der hat das auch angesprochen, weil er genau weiß, dass wir Funkgeräte haben. Das ist ja gesehen, dann. Ja. Also, könnte sein. Aber ich will mal so sagen. Wir wollen die Funkgeräte ja eigentlich gar nicht so bösartig nutzen, sondern eher so ein bisschen just for fun, oder? Also ich weiß nicht. Ich wüsste eh nicht, warum Funkgeräte illegal sind. Ja, es sollte halt Funkgeräte geben, die einfach nicht auf Polizeifrequenzen draufkommen. Aber Es ist ja die Sache, du musst ja erstmal in die Polizeifrequenz hinkommen, die werden ja täglich gewechselt. Das ist andere, ja. Und wenn du ja eh alles nicht eingeben kannst, dann ja. Viel Spaß beim Rausfinden. Ja. Ich hatte Angst, Ryan hatte nämlich IC2 meinen Anwalt nicht bezahlt, deswegen hatte ich Angst. Du spielst einen ganz bösen Typen. Ja, du musst halt sagen, du konntest ihn nicht bezahlen. Oh, der Toni, der ist auch mit am Start, der Deutsche. Der Germane. Mhm. So, habe ich dich wieder eingeholt, Schweizer, ha? Ja, das ist schön. Freut mich. Glückwunsch. Don't call my name, don't call. Keines Manöver. So, machen wir das halt so, oder? Den jagen wir jetzt einen Oscar. Aber ist unfair, ich habe viel, viel mehr Luftwiderstand so und kann nicht so schnell fliegen. Selber schuld. Also ich habe 8 Fluggäste dabei. Ich kann das nicht machen. Ich transportiere gerade medizinisches Material, so wie eine Niere. Ach, nur eine? Wird doch auch noch 2. Spend doch noch eine. Klar.
Und Inspirationsflamme, ja, du musst auch nicht alles erzählen. Das wird auch den Spielspaß wegnehmen. So. Unten gewollt reingerutscht, hatte mich IC beim DOJ beworben und dann bin ich in Kacke reingerutscht und dann war das mit der Marshall-Bewerbung. Ich werde dazu nicht sagen, wenn es Einfluss auf die Handlung deines Chars haben könnte. Und das mit dem Funke habe ich nur hier im Stream gesehen. Also rein ins OOC gequatscht. Du, passt, alles gut. Prinzipiell, und da halten wir, also Schweizer und ich, uns hundertprozentig dran, wir machen keinen Meter. Egal, was wir irgendwo erfahren, wir nutzen nichts, weil, so wie du es gesagt hast schon, Schweizer, das verdirbt den Spielspaß. Selbst wenn du irgendwo OC Wasser fährst oder in irgendeinem anderen Stream, scheiß drauf, dann ja, ist es halt so. Du musst ja nicht immer gewinnen, du musst auch mal die anderen gewinnen lassen. Finde ja, ich, das gehört einfach dazu. Im echten Leben gewinnen eigentlich eh immer nur die anderen. Wenn man realistisch ist. 9 davon kotzen. Ja, so Justizminister ist eine reine Weste vom Vorteil. Beziehungsweise nach außen hin. Wie gesagt, Ungewalt passiert, naja, kann man nicht ändern. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen vom Gas wieder runter, weil sonst kill ich das Triebwerk. Ich gehe mal auf 90%. Ja, macht's. Ja, weil sonst kackt die Kiste ab. Ah, ist immer noch zu viel. Achso, warte mal, kann ich die Drehzahl, reagiert der da drauf? Nee, ist eh constant. Constant Speed. Die Drehzahl ist unten drauf, gell? Was meinst? Die Drehzahl siehst du unter ITT, NG, RPM und dann Prop RPM. Ja, das weiß ich schon. Aber also, die ändert ja nichts an dem Torque. Wenn der Torque im Roten ist, ändert sich nichts. Ja, dann gehe ich jetzt mal. Ich fliege mit 83 momentan und die RPM drehe ich mal runter auf 1600. Also meine RPM ist bei 7, ja, 18. Und die 1600 ist viel zu tief. 18. 18 ist zu hoch. Ich gehe mal auf 17. Also bei meinem, du hast ja den gleichen Stick wie ich, oder? Ja. Wenn du das, achso, wo stellst du deine RPM ein? Beim Drehrad oben, links. Beim großen Drehrad. Ah, okay, da habe ich mein Gemisch. Und beim kleinen habe ich meine Drehzahl. Und wenn ich da genau mittig gehe, bin ich bei 1677. Gucken, wie das meine. Bin ich bei 1662. Okay. Hat der auch eine Mittelstellung? Ne, das obere Rad hat doch gar keine Mittelstellung, oder? Doch, hat sogar eine Mittelstellung. Okay. Na, ich lass mal mittig. Da ist auch schön ruhig. Hä? Schau mal bei mir kurz im Stream. Was hab ich denn da? Ja. Betonblock. Was war das denn? ich bin jetzt ein Frachter, übrigens. Das sah jetzt geil aus. Ich weiß ja, wie gesagt, ungewollt passieren. Ich würde so gerne mitfliegen. Ja, mach doch. Ryan, du hattest eh dich beworben bei uns als Pilot. Wassermarsch. Ja, ich hab leider nur noch das hier. Ich muss mir wieder was bringen lassen, aber vielen Dank. Er muss sich wieder was bringen lassen. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Das Problem ist, dass manche Rollen einfach nicht realistisch verlieren können. Als Richter hat man ja meistens das Problem, dass man entscheiden muss, wer gewinnt. Und diese Verantwortung ist im Roleplay OOC schon störend. Aber naja, ich gebe mein Bestes, das für alle so authentisch und spaßig wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das machst du schon gut. Also, wenn du deine Aufgabe so machst, wie du hier diskutierst, dann kann ich mir das echt vorstellen, dass du da einen sehr guten Job machst. Ich hatte ja zum Glück noch nicht das Vergnügen. Aber auf was ich mal Bock hätte, wäre so eine Gerichtsverhandlung mal zuzugucken, der mal beizuwohnen. Das wäre sehr geil. So Leute, wir gehen jetzt auf ein Heading.
von... Wir gehen auf ein Heading von 160. 3, 2, 1, go. Verkackt. Wieso? Bin zu spät. Ja, Oscar wird eh hinterher sein, weil er im Stream ist. Ah, stimmt. Ja, er fliegt jetzt. Jetzt dreht er es ein. Nee, passt eh. Dann hat er es ja, eh passt. Genauer wie du. Dann ist er eh genauer wie du. Das passt eh gut. Und dann Inspirationsflamme, ja. Du hast es recht, er hat echt die. Halt in der Hand, wer gewinnt und wer verliert, aber ich meine. Man muss mal verlieren und man muss auch mal gewinnen. Der P ist so, auch das echte Leben ist so. Ja, im echten Leben verlierst du immer. Oder die anderen gewinnen, eins von beiden. ja. Ich geb dir gleich eine Zipfelklatsche. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man öfters verliert, als dass man gewinnt. Ja, das sowieso. Aber ich sag mir immer, ich habe nicht so viel gern. Mir doch egal. Wie? Bist du jetzt depressiv? Ja. Nein! Das habe ich hinter mir. Nein, das ist nicht so. Es ist einfach, ich finde, solange ich noch immer Kopf habe und essen und trinken kann, habe ich genug im Leben. Und keine Maus im Zimmer? Ah, ja doch, eine Maus hätte ich schon gerne. Dann hol dir lieber eine Ratte. Komm. Wenn dann eine Ratte, weil mit einer Maus kannst du nichts anfangen, mit einer Ratte kannst du das anfangen, die kannst du trainieren. Aber die kannst du nicht Turm reinkriegen. Doch, kannst du schon. Echt? Natürlich. Als ich in der 5. Klasse war, das ist schon ein paar Jahre her, hatte immer ein Mädchen seine Ratte in der Schule dabei, ohne dass es ein Lehrer mitbekommen hat. Und die war immer brav, entweder bei ihr in der Kapuze gesessen oder ja. Im Schulranzen. Und die ist nicht abgehaut, die war super trainiert. Die war echt cool. Das war echt lässig. Wir wohnen in den reichsten Ländern der Erde und können unsere Zeit mit dem Ausspielen von virtuellen Welten verbringen. Wir gewinnen ganz schön oft, würde ich sagen. Ja. Das ist jetzt die Frage des Bemessungsstandards. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben schon sehr oft verloren, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und deswegen, ja, so ein bisschen kann ich das für mich selber schon sagen. Ja, man kann jetzt wieder das Thema aufmachen, Kapitalismus, Kommunismus, bla bla bla. Ja, das zählt, darüber zählt auch Thema Familie. Ja, wenn man gar nicht mal so weit weg schaut, sondern eher auf den engeren Kreis guckt. Und da, ja, gibt es so manche Schicksale, die einem das Leben nicht einfach machen und man eventuell ein bisschen härter kämpfen muss wie andere. Ja. So, wir gehen jetzt in den Base-Turn. Wir drehen auf... Lass mal kurz gucken. Wir drehen auf 145... Cool, also auf dem Heading von 145 jetzt. Jetzt? Jetzt oder nie. Ich würde echt gerne mal meine Stadt sehen in dem Flusik. Machen wir, Maurice, machen wir gerne. Nur wir machen jetzt die Inseltour heute. Aber das können wir gerne noch nachholen. Kein Thema. Wollte auch nicht sagen, dass Schicksalsschläge damit ausgeschaltet sind. Daher auch das oft noch nicht immer. Alles gut. Wir sind ja schon wieder bei einem Diskussionsthema. Weil es ja schon wieder sehr interessant ist. Okay, wir drehen auf 140 Grad. 145 Grad waren 5 Grad zu wenig. Und da hinten sehen wir schon den Airport. Da bin ich auch schon gelandet. Ist mein längster Flug bis jetzt gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lang. Aber der war sehr lang. 5 Stunden,
Irgendwas. Ich muss mal gucken. Teneriffa habe ich mit Sicherheit auch Bilder. Da bin ich angeflogen. Das war mit dem 321. Komplett voll. Und hier, immer wenn du hier drüber fliegst, kommt eine Windscherung, weil der Wind von dem Berg hier runterkommt. Also der Wind weht hier vom... Meistens aus der Richtung. Wie kommt denn jetzt gerade eigentlich? Ja, auch von der Richtung. Der Wind kommt von der Richtung, dann kriegst du immer hier so einen richtige Windscherung hier reingedrückt. Und das ist ziemlich fies, da musst du drauf gefasst sein. Steht bei uns aber in den AOIs schon mit drinnen. Windscher. Ja. So, und jetzt drehen wir komplett rum nach links um 90 Grad. Ups. Also auf Heading 050. Danke dir auch, eine gute Nacht, The Real Hanker. So, ich spring jetzt mal in die Feder, wünsche euch noch viel Spaß, einen guten Film und einen guten Nacht. Danke dir, ja, das wünsche ich dir auch, danke. Okay, das war zu weit. Scheiße, welches Heading? Heading 110. Gehört. Heading 110. Wir sind noch zu früh. Also, beziehungsweise 100... Ne, 080. Ich weiß das Heading von der Bahn nicht mehr. Ich habe keine Charts hier. Also theoretisch schon, aber ich habe meinen EFB nicht laufen. Gute Nacht und ich hoffe für uns beide, dass wir uns ICE in Bahamas treffen. Ja. Wenn das jemand so aufmacht. Wieso? Hat das nicht mehr offen? Hä, es wird umgebucht. Heading 070. Doch, irgendwas hast du mir da mal erzählt gehabt. Leute, Heading 070. Ja. Dann war es irgendjemand anderer vom Würfelpark. War es die Kathi? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab's auch nur IC heute gesehen, weil ich mit dem Busraum vorbeigefahren bin. Wo ist denn Oscar eigentlich? Ich sehe den nicht. Ja, der ist vor dir. Ach nee, rechts neben mir ist er. Okay, passt. Also, ja gut, bei mir sitzt er rechts vor dir. Die Niere kommt, haltet durch. Gut, dann machen wir uns mal für den Landeanflug. Also ich bin viel zu weit rechts. Ja, es geht sich schon aus. Nö, ich drehe ein. So, die Bahn Runway Inside. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier tatsächlich auch Windscherungen gibt. Das würde mich jetzt... Okay, ich nehme jetzt die Speed raus. Die Krei. Und mach den Autopilot raus. Manual Flight. Und da machen wir jetzt eine schöne Landung in Reina Sofia. Okay. Nicht ganz. Reina Sofia? Nein. Reina Sofia? Nein. Reina. Reina Sofia. Reina Sofia. Okay, wir machen eine Landung in Königin Lanz- Sofia. In Teneriffa. Wir sind viel zu hoch. Ja. Vier weiß. Aber das geht sich schon aus. Der Oscar, der sinkt gerade wie so ein Kartoffelsack vor mir runter. Echt? Ja. Ich sehe ihn gerade gar nicht, meint. Außenansicht. Wo ist er denn? Ach, hinter mir. Getrimmen. Aber ganz gut getrimmt eigentlich. Ah, nee, eigentlich nicht gut getrimmt. Aber ich bin einfach ein bisschen zu. So, ich gehe mal ein bisschen Schleppgas wieder rein, damit man. Bei der brauchst du echt viel Trimmung, habe ich das Gefühl. Ja, das Problem ist, dass wir einfach zu hoch sind und zu schnell. Ja, die Bahn ist lang genug. Ja, aber trotzdem musst du zwei weiß, zwei rote eigentlich ansteuern. Denk dran, vier Knoten Crosswind von links, das heißt momentan noch einen Crab Angle anfliegen. Ja. So, schaut es doch gar nicht so schlecht aus. Wie sieht es denn der Flight Director schon wieder aus? Ach ne, der ist schon an, aber... Hä, wer zeigt mir... Achso, der zeigt dir das an. Vergiss es.
Okay, du musst echt ein WCA von, also musst ein Heading ungefähr fliegen von ja, 6-8 oder sowas, damit du drauf kommst. 500. Minimums. Nee, so weit sind wir noch nicht. Es wird übrigens ein Touch and Go, gell, nur damit ihr Bescheid wisst. Sí, señor. So. Queridos pasajeros, queridos pasajeros. Okidoki, wenn du das sagst. Scheiße, sagen wir schon wieder, ich komme an. Approaching. Bienvenidos a Tenerife. En el Puerto Reina Sofía. So. Takeoff config ist flaps 1. Und Takeoff. Und Trimmung. Ich schmeiß die Nieren aber kurz raus, bevor beide rollen. Ja, mach das ruhig. Okay, Oscar überholt mich schon, passt. Warum wird denn Oscar bei mir als Bonanza angezeigt und nicht als Caravan? Ach, der fliegt ein TBM. Ja. Ah, okay, dann war doch keine Bonanza und TBM. Passt. Fenster auf, wups, und tschüss, da ist die Niere weg. Okay, Autopilot on, Enough Mode on und Lab Zero und dann machen wir Altitude wieder auf 2500 und Vertical Speed 400, so geht sich's aus. Puki, vielen lieben Dank für deinen, Moment, muss ich nachschauen, was war das? Für deinen Raid und für deinen Host. Mille grazie. Ja, wo wart ihr denn jetzt eigentlich noch unterwegs? Wir haben uns jetzt letztes über in der Nähe von Lima Golf Alpha Victor gesehen. Oh, ich habe gerade auch gesehen, die ich habe meine APM gar nicht runter hochgeschraubt wieder. Oh. Ja, wo wart ihr noch unterwegs? Wir sind hier gerade über den Kanarischen Inseln, machen hier so ein bisschen Inselhopping. Wir gucken, was der Autopilot hier für einen Schmarrn abfliegt. Links, rechts, links, rechts. Wo ist in der Schweiz? Ach, da kommt er. Boah, das ist eigentlich ein schönes Bild. Mit Teneriffa da im Hintergrund. Gar nicht so schlecht. Ja, gibt Schlimmeres, oder? Schaut doch ganz nice aus. Und zack. Das Bild ist im Kasten. A320 NX Test in Köln von nach FFM ist Frankfurt. Nice. Mahun, einen wunderschönen guten Morgen. Alles klar bei dir. Und wie bist du vom 320 jetzt angetan? Hat sich einiges geändert? Wir wollten das eigentlich heute auch machen. Wir könnten eigentlich in Gran Canaria den Flieger wechseln auf den 320. Was hältst du denn davon? Ja. Können wir machen. Und dann mit dem 320 noch nach Fuerte und Lanzarote rüber. Ja. Ja. So, dann nehmen wir die Speed ein bisschen raus, dass wir uns wieder ein bisschen annähern. Geht so, keine gravierenden Unterschiede. Aber echt gute Arbeit von der Community mit dem Patch. War das von der Community, die einfach die Infos weitergegeben haben, oder? Kommt noch einiges, denke ich. Ich hoffe es. Ich bin ja nach wie vor immer noch so enttäuscht von der Arbeit vom 320. Weil wenn sich irgendeiner der Entwickler nur einfach mal in den 320 reingesetzt hätte oder mal Kontakt mit einem Piloten hatte oder einfach geguckt hat, was die Konkurrenz macht, dann hätten die eigentlich schon viele Fehler ausmerzen können. Oder einfach mal auf den 10 Jahre alten FSX zurückgeschaut, weil da war der Flieger ja, beziehungsweise auf die Add-ons vom FSX schon wesentlich realistischer. Dann nehmen wir die Speed ein bisschen raus, damit du ein bisschen näher kommst.
Wo ist das Oscar hin? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Oh mein Gott, er ist verschwunden. Er ist schnell 1, 2, 1 vom Kämpfer einstellen. Oscar Niner 1-1. On 1-1 Decimal 5. How do you read? Am besten ist, du funkst mal die Küstenwache an. Coast Guard. Ah ja, stimmt, danke. La Guardia Fronteria. El Mar. Tenemos un problema. Ich hab leider nicht mehr. Weiter. Y un avión está bajando en el mar. Y sí. Ach, da ist er wieder. Kannst du es regarden? Buenas noches. Okay, jetzt kommen die ganzen Abfangjäger und alle. Jetzt sehen wir dich wieder. Du warst gerade irgendwie verschwunden. Ja, ich habe leider nicht mehr Wasser. Warte, ich bestell mal kurz was. Eieieiei. So, Bestellung ist raus. Hast bei der Librasol bestellt. Okay, du bist schon wieder weg. Gibt über Gift hat ein Patch von Leuten, die sich mit dem Flieger... Ach so, ja, das Community-Projekt schon. Nein, ich meine durch den Patch von Microsoft jetzt, ob da auch die Community mitgewirkt hat. Das andere haben wir eh... Mahoney, gute Nacht, schlaf gut. So, jetzt überholen wir mal die TBM schnell. Wo bist du da? Jetzt bist du hier. Fliegst du nach NAV oder wie fliegst du? Ja, ich habe NAV angestellt, hast du Helden gesagt vorhin? Nee, aber warum fliegen wir da nicht auf der gleichen Route? Keine Ahnung. Was ist denn gerade mit dem Stream los? Das fahre ich doch gerade bei dir. Null? Hä? Ja, aber du, ja gut. Ich höre dich ganz normal, also ich muss... Laut Stream habe ich aber kein Problem. Twitch, da ist es wieder da. Echt? Ist mein normaler Browser hängen geblieben? Ah, jetzt auch. Nee, bei mir ist er auch weg. Okay, passt. Nee, er war kein Router-Reset. Ich habe keinerlei Störung bei mir im Stream verzeichnet. Und das ist Kabel, also normalerweise resettet der Router gar nicht. Keine Ahnung. Du bist auch weg. Puki, vielen lieben Dank für deinen Support und ich würde sagen... Achso, du hast mir gerade in Discord was geschrieben. Ach scheiße, irgendwas war doch mit dem Internet, weil ihr zwei seid jetzt auch aus dem Spiel verschwunden. Echt? Ja. Ja, ich sehe dich doch nicht mehr. Soda-Lärchen, aber es dürfte höchstwahrscheinlich hoffentlich wiederkommen. Router-Reset, achso, das war bei dir. Hat bei mir kurz gebuffert. Ich dachte, er meint, da kommt man auch immer gegen Vieh. Achso, okay. Ja, aber interessant. Jetzt schaue ich mal kurz. Ich gehe hier auch mal wieder meinen Trick 17. Bin mal. Okay. Ich habe gerade jemanden gesehen, der gerade neben mir geflogen ist. Ich bin gerade mal wieder auf den USA-Server gegangen. Was meinst du? Warst du das? Du warst kurz auch da, aber das war Oscar. Jetzt bist du wieder weg. Ja, ich bin gerade jetzt auf den USA-Server. So, dann switche ich jetzt wieder auf den anderen. Nee, Europa-Westen. Ja. Wobei der Nord eigentlich besser ist vom Ping momentan. Good Moon Angel, hallo, wie findest du Final Fantasy und Metal Gear Solid? Erstmal einen wunderschönen guten Morgen dir.
Final Fantasy 7 finde ich meiner Meinung nach eins der besten Teile. Und Metal Gear Solid habe ich die ersten beiden Teile gespielt. Die anderen Teile habe ich gar nicht mehr gespielt. Das ist schon so lange her, das war auf der PlayStation 1, glaube ich, sogar noch. Metal Gear Solid war auf der 1er PlayStation. Das war sehr geil. Sehr, sehr geil. Mit Tanja und ja. Waren coole Spiele. Metal Gear waren echt geile Spiele. Wobei ich halt eigentlich auch nur den eingespielt habe. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Scheiße. Das mit dem Kartonen. Oh, ein Karton. So geil. Ja, schade. Ihr seht mich jetzt aber auch nicht mehr, gell? Nein. Ja, jetzt warten wir mal noch kurz ab. Mayday. Cuarta Costeria. Tenemos un problema con un avión de nosotros. No sé qué pasó. Tenemos... fuck. Ja, ist was ja gut. Was das traurig ist. Was? Ich bin ja mit Spanisch aufgewachsen. Das war quasi meine Muttersprache, gell? Echt? Ich kann's kaum noch. Ach, schade, ja. Ich verstehe es zu 90% verstehe ich Spanisch, wenn ihr mit mir redet. Ja. Aber selber antworten ist echt übelst schwierig für mich. Ah, das ist schade, ja. Hm. Schade, wenn man so ein Versager ist. Ja, Nein, Späßchen. Aber ich bin wieder dran am Lernen. Was bist du? Wieder am Lernen? Echt? Ja. Finde ich gut. Das finde ich gut, wa? Jetzt warte mal ganz kurz. 180, 200. Ja, gehe ich auf 110. Heading 110, sobald ich sage, zur Vorbereitung. So, Intolerant waren auch nur Teil 1 und 2 gut bei Metal Gear. Ja, finde ich auch. Also kann ich jetzt nicht sagen, wie die anderen waren. Ich habe nur mal bei einem Let's Play reingeschaut, bei einem anderen Metal Gear, und war ich nicht so begeistert. War ich kein großer Fan von. Aber ich kann natürlich nicht sagen, wie die neueren Teile tatsächlich sind. Jetzt wird es aber eigentlich echt Zeit, dass ich mal wieder sichtbar werde. Kann jetzt irgendwie nicht sein, oder? Vielleicht muss ich länger, Das ist ja witzig, USA Osten ist jetzt vom Ping her besser wie Europa Westen. Echt? Ja. Dann hat es aber Probleme in Europa. Keine Ahnung. Probier mal kurz was. Wie viel ballont er? 800 Fuß. Krass. Also 800 Fuß pro Minute Ballooning. So. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch wir für den Platz sein müssen. Ja, wir müssen erstmal die Berge umfliegen. Ich weiß auch nicht, wie weit vorne ihr schon seid. Weil ich jetzt kurz ja mal im Menü war. Ich hab versucht, ich werde es drauf ankommen lassen. Okay. Auf was wirst du es drauf ankommen lassen? Dass ich jetzt kurz weiterfliege, weil ich hoffe, was zu trinken. Bis gleich. Jo, bis gleich. See you. Naja, auf jeden Fall, alte PlayStation-Spiele waren schon legendär, waren schon sehr, sehr geil. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, die in Metal Gear, ich glaube im 1er war das, die ganzen Wachen immer zu verarschen, wenn du dich in den Karton gesetzt hast oder mit den Fußspuren. Ich fand das immer sehr amüsant. Ja, ich gehe jetzt mal auf dem Heading von 110. Das wird nicht reichen. Okay, dann steige ich mal auf 3500 Fuß mit Word Speed. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch langwiegere Spiele als GTA Roleplay gibt, aber der Flugsimulator toppt das noch. Ist anscheinend nicht ziemlich. Ja, man muss ehrlich sagen, wir haben vielleicht die falschen Flieger, aber wir wechseln jetzt auf den A320, da wird es echt stressig, weil der halt brutal schnell ist im Vergleich zu so einem kleinen Flieger.
Also das ist jetzt wirklich langwierig. Kann ich nachvollziehen. Schau mal, ob ich die anderen wieder finde. Mal schauen, ob sie wieder aufploppen. Inspirationsflamme. Ja, das ist, also ich fühle mit dir. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wechseln mal auf einen anderen Flieger. Vielleicht auf einen Business Jet, was auch sehr geil wäre, weil der ist auch brutal schnell im Vergleich zu dem. Und aber wahrscheinlich erstmal ein A320, weil das ein Update gegeben hat und den möchte ich doch ganz gerne mal ausprobieren. Und aus meinem Getränk ist jetzt irgendwie nichts geworden, gell? 3500 Fuß reichen nicht, ich gehe mal auf 4000 Fuß. Und ich wechsle auf ein Heading von 120. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass das echte Fliegen nicht so langwierig ist. Weil du ja echt relativ viel zu tun hast. Gerade auf so kurzen Flügen, wenn du mit dem 320 hier von der Insel auf die Insel hüpfst, da bist du ja nur beschäftigt. TBM 930, hast recht. Wäre die bessere Wahl gewesen, aber die hatten wir gerade eben schon, als wir durch den Sturm durch sind. Schauen wir mal, ob wir da zumindest vielleicht ein schönes Bild machen können. So, oder? So ein bisschen alles mit drinnen. Warten wir noch kurz und tschakka. Ah, das ist langweilig. So. Haben wir zumindest ein Foto gemacht. Ja, das passt doch eh. Dann können wir eigentlich auf den 3500 hier bleiben. Wobei, nee, wir gehen hoch. Zumindest 500 Fuß und gut ist. Scheiße. Ja, bist du im Berg gelandet? Nein, aber ich muss jetzt noch drehen. Ja, ich bin inzwischen auf 4000 Fuß oder auf 3500, climbing 4000 and on heading 120 for Delta Alpha Echo Romeo Oscar. Heading hast du gesagt? Heading 120. Oh, ich bin rechts abgebogen. Er ist doch Heading 120. Du musst ja rechts. 140 bin ich. Ja, aber musstest du ja, ja, weil du den Bergen sonst zu nahe gekommen wärst. Weil ja, ich bin der Flieger drüber. Aber ich sehe dich immer noch nicht. Ja, schöne Kacke. Aber wenn wir eh ins Hauptmenü gehen, dann ändert sich das eh wieder. Okay. Wenn wir jetzt auf einen anderen Flieger wechseln, weißt. Mal gucken, ob ich mich hier für das Foto irgendwie so ein bisschen auf die Fläche positionieren kann. Nein, das war ein bisschen too much. So, und das war die Fläche nicht ganz drin. Okay, zu viel Fläche. So, nicht schlecht. Nehmen wir das so mal hin. Gut, wo sind wir denn jetzt hier? Das passt eigentlich ganz gut. Dann bleiben wir erstmal auf dem Heading. Wobei das hier schon wieder echt arg eng wird. Wobei ich ja glaube, dass die Bahn tiefer liegt, weil die ja weiter an der Küste ist. Wir müssen unbedingt schnellere Flieger nehmen in Schweizer. Da bist du ja nicht fertig. Und ich flieg schon Vollgas. Warum? Mit Absicht. Mach ich jetzt eigentlich auch zu viel. Ja, der wird schon tiefer liegen, schätze ich mal. Das heißt, wir können eigentlich nochmal auf dem Heading bleiben. Sobald wir hinter dem hinteren... Was meinst du? Ich sehe dich wieder. Oh, ich sehe euch auch. Hä, wieso bin ich so weit vorne? Lol. Okay, wir können auch mal was kurz Spaßigeres machen. Ich drehe mal kurz ab. Ich fliege hier mal ein bisschen durch die Schlucht durch. Ja, maximale Overspeed.
Ja, Inspirationsflamme, es ist nicht für jeden, aber sobald richtige Addons da sind, werden Nandi und ich, denke ich mal, auch zusammen im Shared Cockpit fliegen. Oh ja, das wird geil. Reale Prozedere machen mit Checklisten, Abflugplanung etc. etc. Und dann kann er auch ein bisschen von seinem Job erzählen und zeigen, was wirklich sehr interessant ist. Da gebe ich dir dann auch die Original-Checklisten. Oh, geil. Da können wir dann das wirklich realistischer machen. Mit V-Speed-Berechnung, mit dieses Briefing vom Abflug im Cockpit. Ja, da kommt ein komplettes Departure-Briefing, ein Approach-Briefing. Gibt's nicht. Herzlichen Dank für den Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Ja, rasanter Flug gerade hier, so ein bisschen knapp mal über die Wildnis drüber. Schnapp den Sitzplatz. Schnall dich bitte an. Könnte ein bisschen turbulent werden. Boah, da geht's ganz schön zu hier. Knapp über dem Hügel drüber. Ja, vielen lieben Dank für deinen Follow. Dankeschön. So. Da merkt man die Winde. Ja, hier merkst du die Winde schon. Oh, sieht schon geil aus. Sag bloß, du bist schon wieder am Futtern. Ja. Was futterst du schon wieder? Schokobons. Boah. Aber ich trinke heute noch einen Eiskaffee. Geil. Tja, neben den Schokobons habe ich noch Futter hier. Das nehme ich auch mal wieder zu mir, wenn ich Bock habe. Was, Studentenfutter? Ja. Na, solange keine Rosinen drin sind. Oh, doch. Und was ist der Witz? Ich habe Rosinen gehasst. Ja. Und die habe ich Liebe dazu gefunden in den letzten Monaten. Weiß nicht warum. Echt? Mhm. Oh, da unten, die haben sogar einen Pudel hier. Zwischen den Bergen. Geil. Steuerhinterzieher. Wieso? Ist illegal der Pool. Echt? Okay. Das machen viele. In Griechenland machen das viele. Echt? Bauen ihre Pools illegal, ohne Erlaubnis, nichts. Und tun damit auch Steuern hinterziehen. Und die Behörden sind halt inzwischen so weit, dass sie wirklich mit Hubschrauben über die Häuser fliegen. Nee, echt? Ach, komm. Um zu schauen, ja, Pool in erlaubten Werten, falschen Pool quasi. Ui. Ui. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir haben gerade einen Ground Strike erlebt. Aber die Straße hier ist auch irgendwie so ein bisschen unrealistisch entlang der Hügelkette. Schau mal kurz bei mir im Stream. Also dauert noch kurz. Je nachdem, wie aktuell dein Browserverlauf gerade ist. Das sieht wie so ein Riss im Gestein aus. Ja. Sondern und vor allem komplett quer, also nicht normale Straße, sondern quer. Das ist so geil. Na, dann gibt es ein Arrival Briefing, aber dafür brauchen wir halt die Charts. Wir müssen halt gucken, wie du an die Charts kommst, weil ich habe halt die Lido Charts nur. Ja, über das Sim Briefing, was ich dir auch gesagt habe. Was war das, was du gesagt hast? Simbrief ist für dieses Generieren von Loadsheet, zum Beispiel Abfluggewicht, Alternate Fuel, okay. Pain, weißt du, was wir alles drin haben, genau. Wetter etc. Und für die Charts, also so richtige Arrival Charts, Departure Charts, was für Stars, ja. Kann man Navigraph benutzen dafür. Ja gut, das habe ich halt nicht. Das habe ich, ich... Ja. Ja, ich verstehe schon. Es gibt einen Weg, wie ich das, ja... wie du drauf zugreifen kannst. So, wo ist jetzt der Airport? Links von uns, gut, passt. Links von euch, wo seid ihr? Ich bin hinter dir. Dahin? Oh, ich hab's nicht gecheckt, dass ihr hinter mir seid. Ja, Oskar fliegt mit mir hier quer durch die Landschaft durch. Ja, ich hab medizinische Sachen bei mir. Weil der Konstantin von Berg, Richter des Staates Los Santos,
gesagt hatte, dass ihm zu langweilig ist. Zum Thema Richter, ich habe einen Kumpel, der kann nichts anfangen mit RP und so, gell? Ja. Aber der ist irgendwie voll drauf verfuchst auf dieses Justizministerium und sagt immer, geh ins Justizministerium und töte den Minister. Ich will sehen, wie du das machst. Was? Okay. Ich weiß nicht, was ich so drauf verfuchst, dass ich ins Justizministerium gehe, um den Minister zu töten. Ach, und dann sage ich ihm immer, geht nicht, das ist Meta. Und WSG. Okay. Ich benutze ein Sorry. Okay. Ich habe auch keinen Grund, dass ich das machen sollte. James? Heißt das Mr. James? Vielen lieben Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Auch für dich. Schnapp dir einen Sitzplatz, aber schneid dich gut an. Ist gerade etwas turbulenter hier bei uns. Start San Andreas im Süden Los Santos, nördlich Blaine County. Ja. Okay, da ist er. Da lässt er wieder einen voll raushängen, den Richter. Merkst du es? Oh Gott, ich habe einen AirPod vor mir gerade sehen. Ich glaube, ich schüttel den Richter mal hier so ein bisschen durch. Ja. Dann runter geht's mit Vollgas. Nee, das schaffe ich nicht. Ich muss. So, jetzt besser? So, da hinten ist der AirPod, jawohl. Wir haben dem Richter mal ein bisschen Respekt hier beibringen. Kann nicht angehen hier. Naja, das Schöne ist halt allein schon auch die Windgeräusche, die du hier hörst im Flugsimulator, ist halt schon auch sehr geil, finde ich. Das wird eine Full-Stop-Landing, gell? Hier wird eine Full-Stop-Landing. Ich will gerade mal gucken, wo ist denn die Bahn? Ach, da vorne, okay. Aber diese scheiß Windräder, die rauben mir die Frames. Echt? Ja. Scheiße, ich bin viel zu hoch. Ja, dann geh halt im Slip runter. Oder mach einen 360, dann hast du eh schon. Mach ich gerade, ja. Den 360 schön im Slip. Dann passt das. Slip. Welche Bahn nimmst du? Ich werde gleich die linke nehmen, schätze ich mal. Okay, Headwind, 16 Knoten und rechter Crosswind. Passt. Bin auch schon wieder zu hoch. Meinst du, das bringt das Slip absolut gar nichts? Oder mache ich den falsch? Wahrscheinlich machst du ihn falsch. Linkes Querruder, rechtes Seitenruder. Linkes Querruder, rechtes Seitenruder. Hat keine Auswirkungen. Also Vollausschlag Seitenruder und dann mit dem Querruder dagegen. Das sieht ja witzig aus, wie du hier oben runterkommst. Ah, ich bin auch zu hoch. Das heißt, ich mache das jetzt auch. So, rechtes Seitenruder, dann die Fläche links halten, damit du deinen Kurs hältst. Und dann kannst du wahnsinnig Speed abbauen. Schaut mal, wie die Speed runtergeht. Der Speed Vector ist minus 30 Knoten. Da muss ich schon aufpassen, nicht, dass ich zu langsam werde. Da muss ich schon wieder Schleppgas dazu nehmen. So. Dann werden wir jetzt mal hier kurz eine Fullstop Landing machen. Wo ist denn eigentlich Oskar? Ist der hinter uns? Der ist direkt hinter dir. Okay, ach du, jetzt habe ich echt die Cockpitsicht mir vermasseln. Moment. Ich kämpfe gerade noch mit der Sicht. Ah, hat mich schon überholt. Alles klar, mit der TBM kannst du nicht so langsam fliegen wie wir. So, rechter Crosswind, lässt eh schon nach. Also, kannst vernachlässigen. So, mal gucken, wie die Landung wird. Okay, war nichts.
Blöd ist die Sicht, passt halt überhaupt nicht. Gut. So, drei Flieger gleichzeitig. War nicht schlecht. So. Bleibt nach oben, damit der Flieger nicht sofort wieder abhebt. Ich hab's geschafft. Sehr schön, dann auf zum Terminal mit dir. Okay, Oscar rollt noch weiter. Passt. So, mal gucken, wo wir hier parken können. Ich geh mal hierher, da steht schon. Ach nee, scheiße, der steht da. Mist. Okay. Ich geh ans Geld. Mit seiner kleinen Karawan. Ja, so macht man das nicht, ich weiß. Schlechter Pilot. Ja, ganz schlechter Pilot. Ich nehme nie ein Beispiel an ihm als Pilot, nie. Keinen Fall. Ich rufe gleich der Company an. Mach beschwer mich. Mach das mal, so. Gut, dann. Voila. So, dann holt euch eure medizinische Sachen. Medizinische? Hast du medizinische Sachen? Warum meine ich gerade? Hast du Sachen? Ich glaube, fliegt aus China geblackt. Ganz viele Sachen. Ganz tolle, Made in China, Nile. Nile Made in China. Weiter. Noch bitte für alle. Für Lames. So, Hauptmenü, weiter. Achso, warte mal, wir könnten jetzt. Ah, scheiße, jetzt stehen wir schon hier. Komm, wir machen das an. Wir machen es übers Hauptmenü. Dann springen wir von Kanarien nach Lanzarote, nach Fuerte und nach Lanzarote mit dem 320, oder wie machen wir das? Ja, natürlich. Ja, nice. Wir müssen üben. Ich glaube, ich stück das Ercorio. Also Abflug, was machst du? Ich glaube, ich nehme Ercorio. Dann mach das mal. Mach das mal. Ich teste mal die andere Austrian Livery. Gibt's hier was Interessantes? Boah, da muss ich jetzt bis ganz zum Schluss durchblättern, oder wie? Germania gibt's auch. Echt? Na gut, es gibt auch Air Berlin. Ja, das stimmt. Etihad. Tiger Air gibt's auch, sehr cool. Austrian gibt's jetzt zwei. Ich nehme jetzt mal die. Die da. Mal gucken, ob die realistischer ist. So, Oscar Echo, Lima Zulu Foxtrot. Rufzeichen. OS112, sagen wir jetzt einfach. Nee, das ist eigentlich ein Charter, der hat vier Nummern. Niner 542. 112 Tango. Kein Heavy. So, ich stelle mich aber gleich auf die Bahn. Ankunft und hier zwischen Stop Fuerte. Oh, das wird echt ein bisschen krass. Dann halt einfach mal 119 Meilen insgesamt. Naja, gut. Flugbedingungen, live, alle, Standard, Uhrzeit 16 Uhr UTC habe ich. Go for it! Chicotina, einen guten Morgen! Na, was geht? Seit wann gibt es Airlines bei der A320? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Doch, gibt's schon. Und zwar ist das Livery Pack Version 8. Ich weiß gar nicht, ob es schon inzwischen ein neues gibt. Weißt du das, Schweizer? Ich habe geschaut, ob heute oder gestern. Gibt's nicht. Nein, immer noch Version 8. Gut, ihr habt es gehört. Ich schaue gerade mal. Josemite Park gibt's jetzt. Den könnte man sich auch mal angucken als Add-on.
Oh, was ist das denn? Diese roten Spinner, die sind absolut unrealistisch, die gibt's nicht. Rote Spinner gab's noch nie und wird es auch nie geben. Das hier hinten ist auch unrealistisch, das ist auch falsch. Oh, den Josemite, den müssen wir uns mal angucken, mein Lieber. Den müssen wir uns runterladen. Ich habe den Matterhorn noch runtergeladen. Matterhorn muss ich auch noch ziehen. So, jetzt gucken wir uns den Flieger erstmal kurz an. Warum? Warum seid ihr jetzt ausgegangen, ihr dumm? Ach, egal. So, zack. Wir haben uns auf Auto. No smoking bleibt immer auf Auto, nicht auf on. Seatbelts bleibt on. Grund? Oder was ist der Gedanke dahinter? Ist einfach immer so. Immer on und Auto. Okay. Damit die Lichter dann ausgehen, glaube ich, wenn wir die Batterie ausschalten oder sowas. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, habe ich nicht im Kopf. Landing System Constraints. Arc 10 Meilen, VOR. Ja, 5000 Fuß reichen. Wobei, wir gehen mal auf 8000. Dann schauen wir mal. Die Departure haben wir jetzt hier keine drinnen, brauchen wir auch nicht. Wobei, doch, ich glaube, wir brauchen hier eine Departure, weil das depperte System so doof ist. Wind funktioniert immer noch nicht, MC-Video funktioniert nicht, die funktionieren alle nicht. Links, das funktioniert. Okay. GPS-Monitor funktioniert. Das funktioniert alles nicht. Sorry. Ach. Nicht mal Closest Airport funktioniert. Naja, gut. Können wir inzwischen eine Tropopause eintragen? Nee, geht immer noch nicht. Okay. Performance. Ja, ich seh dich wieder nicht. Das dauert wahrscheinlich. Format Error. Ah, super. Ach, wenigstens das funktioniert. Gut. Da kann ich immer noch nichts eintragen, schätze ich mal. Nee, dachte mir schon. So, Progress kann ich hier irgendwas eintragen. Auch noch nicht. Da fehlen halt die DMI, die Distanz und so weiter. Golf Charlie Lima. Wir sind auf welcher Runway stehen wir denn? Die linke 03 links. Wir wollen eigentlich nur geradeaus. Insert, das passt. Und da wollen wir ein Arrival haben. Plan Mode. Moment. Airport. Hä? Was soll der Schmarrn? Golf Charlie Romeo. Romeo muss da eigentlich unten dran stehen. Golf Charlie Romeo. Hä, das steht doch hier extra mit drinnen. Ja, ist klar. Ach hier. Oh, okay. Der Flieger regt mich wieder auf. Wegen? Weil er wieder überschossen hat, die 5000, ohne Grund. Hä, bist du schon in der Luft? Ja. Aha. Bin schon weg von euch. Interessant, schon gut so. Weiß ich Bescheid. Ja. Besser so. Fühlst du dich schon wieder auf, ne? Aha. Ich bin der Bessere. Der okay. Schlauere. Okay. Ja. Interessant. Ja. Yankee. Was malt denn der da Schönes hin? Naja, das nehmen wir mal so, wie es ist. Oh, Insert. So, auf geht's. Gut, dann haben wir hier. Auf den Arc, auf 10 Meilen, dann müssen wir. Ich fliege mit CJ4. Okay, danke. Siro3 passt. Wunderbärchen, dann machen wir den Wetterradar. Machen wir das Wetterradar an.
Das ist mit an, das kann man immer noch nicht bewegen. Da gehen wir auf Wetter und Turbulenzen. Der ist gesetzt, Reset, Flaps 1, Takeoff, Squad gesetzt, das passt auch. Hier, Low, Status geht ja inzwischen, nee. Die anderen Pages gehen immer noch nicht, okay. Kevin und den Takeoff-Push-Button haben gedrückt, Kevin. Kann man immer noch nicht drucken, oder? Geht immer noch nicht. Hier oben, APU ist aus, Lichter sind alle an. Gut, go for it. Parking Brake released und take off. Erstmal 50. Schauen, dass sie synchron laufen. Und dann auf take off Flex. Ach scheiße, wir haben keinen Performance-Daten gesetzt, oder? Flex 20 Grad steht hier. Wow. Okay. Naja, dann lass mal NCT. Manual, NCT, SRS, Runway 8 Thrust Blue, 100 checked, rotate. Okay, das war natürlich ein ganz hervorragender Takeoff. Positive Climb, Gear Up. Gear Up, Navigation. Den ersten Turn macht man eigentlich erst ab 400 Fuß, nicht vorher, aber egal. Der macht das immer. So, den Flieger muss man noch trimmen, ist unrealistisch, weil der hat eigentlich Auto drin. So, Thrust Climb, Climb All Blue. So, Autopilot 1. Flaps Zero, Speed Check Flaps Zero. Oh, Wetterradar funktioniert jetzt. Echt? Scheinbar. Oh, okay, schon mal wieder anschießt. Okay, mal gucken, ob die 250 Knoten jetzt hält. Ja. Bei weitem nicht, also fast das bei weitem nicht. Er ist schon ein bisschen besser, wie er es vorher war. Aber natürlich immer noch nicht richtig. So, er schießt viel zu hoch. Das heißt, wir gehen hier Vertical Speed auf 2000 mal. Set so Vertical Speed 2000 Blue. Vielen lieben Dank, TRBDY. Vielen lieben Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Schnapp den Sitzplatz. Respekt an dich. Wieso? Ganz normal. Leider lässt sich der Flieger nicht realistisch fliegen. Das sage ich einfach mit dazu. Aber dass er jetzt hier das Vertical Speed zumindest schon mal annimmt, das ist schon mal gut, weil das ging vorher schon mal nicht richtig. Speed All-Star. Ich bin froh, dass ich mir das ein bisschen damit 152 zurechtkommst. Ja, alles gut. Ich sag's immer so, ich wurde mal gefragt, wie das ist, ob es schwer ist, Pilot zu sein. Und mir hat mal einer gesagt, ein anderer Kapitän, mit dem ich mich über ein anderes Thema unterhalten habe, zu mir gesagt, alles, was du mal lernst und kannst, ist nicht mehr schwer. Ist alles eine Frage des Trainings und der Übung und des Machens. Hab mega Flugangst, aber das, was du da machst, ist echt cool. Habe das Game selber und es macht mega Spaß, alles so zu sehen. Sehr nice. Ja, umso mehr freut es mich, dass du hier bei uns zuguckst. Und wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit gerne deine Fragen stellen. Und ich versuche dir natürlich jederzeit auch weiterzuhelfen. Also einfach, wenn du Fragen hast, hau raus. So. So. Squawk 7700. Und passt. So, also Flaps sind zurück. Das macht normalerweise der Pilot Monitoring. Und dann können wir... Wieso steigt er nicht auf 8000? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe 8000 eingestellt, dann steigt er auf 6500 hoch. Das macht halt schon wieder keinen Sinn. Das hatte ich auch. Ich habe 5000 eingestellt, das ist völlig überschossen ohne Grund. Ich habe 8000 eingestellt und bleibt bei 6500 stehen. Tagsreib. Geht auch nicht höher, der Zipfiglatscher.
Der muss das tun, was ich hier sage. Vor allem, weil das, was ich hier einstelle im Vertical Speed, ist selected. Das heißt, das überschreibt immer das Managed. Macht für mich keinen Sinn. Also das haben sie nicht in der Kontrolle gemacht. Wenn ich jetzt aber in Manage gehe, dann macht das. Rust Climb, Open Climb, All Blue. 8000 Blue. Dann gehe ich jetzt mal auf ja, ein bisschen höher. So. Ja, hab eine Menge zum Thema Flugangst. Ja, schieß los. Aber es sind so viele Knöpfe. Findest du doch nicht viele Knöpfe? Geht doch. Nein, du musst ja denken, das hier teilen wir uns. Und ab hier, das ist, hat ja jeder für sich selber. Das heißt, diese Hälfte fällt dann für den anderen schon mal weg. Und hier oben, das teilt man sich auch zusammen. Brain funktioniert nicht, hat noch keine NAV-Daten wahrscheinlich. Da du ja ein Pilot bist, fliegst du sicher auch ganz normal Passagiere regelmäßig von A nach B. Was denkst du, sollte ich zurzeit Flugangst haben? Politisch und generell. Ich sag so, es kommt ganz drauf an, wo du... Also generell, nein, brauchst du nicht. Politisch musst du halt schauen, wo du hinfliegst. Aber theoretisch fliegen wir nur dahin, wo es auch sicher ist zu landen. Deswegen solltest du da eigentlich überhaupt dir keine Gedanken machen. Ich persönlich würde jetzt natürlich nicht in den Krisenherd reinfliegen, aber das ist halt meine persönliche Einstellung, weil ich halt einfach da ein bisschen ja, sicherheitsbedachter bin. Wie vielleicht manche andere, aber alles, was die Airlines anfliegen, ist eigentlich von vornherein so ausgewählt, dass es sicher ist, da auch zu landen. Von daher brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Und es ist nach wie vor zählt immer der eine Satz und der ist einfach wahr. Das Gefährlichste am Fliegen ist der Flug zum Flughafen, der Weg zum Flughafen. Das ist das Gefährlichste, weil da passieren am meisten Unfälle. Mit dem Auto, wenn du im Auto fährst, ist das das Gefährlichste am ganzen Fliegen, an deinem ganzen Urlaub. Okay, es sind trotzdem viele. Es sind schon viele. Es sind schon ein paar Knöpfe, ja, das stimmt. Okay, aber deine Aussage passt. Also politisch liege ich richtig, falsche Passagiere an Bord und ab kann es wohl gehen. Aber sonst sagt sie, sind die Teile doppelt abgesichert. Falsche Passagiere an Bord gibt's eigentlich nicht, weil sie können, die Flugzeuge sind so sicher, dass sie nichts machen können. Egal, was sie für Vorhaben haben, sie können am Flieger, sie können nichts mitnehmen, dafür ist die Sicherheit da. Und im Flieger können sie auch nicht ins Cockpit rein, weil da hinten gibt's so eine schöne Tür, eine gepanzerte, da kommt niemand durch. Wurde probiert, funktioniert nicht. Keine Chance. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Da vorne, warum wird mir der Flughafen da nicht angezeigt? Das ist doch nicht mehr so weit, oder? Ach, da haben wir es schon. Wo fliegst du denn eigentlich lang? Fliegst du direkt zum Flughafen lang? Ich flieg direkt zum Flughafen, ja. Siehst du mich? Ich sehe dich, ja. Jetzt gerade nicht mehr, weil du zu weit weg bist. Glaube ich. Okay, aber ich habe dich gerade gesehen. Du bist mir ein bisschen voraus. Ja, ich bin jetzt gleich. Wie heißt die Insel? Old Course Speed. Ich fast in Overspeed reingerauscht. Hast du dir irgendeine Arrival reinprogrammiert? Fühl doch drauf zu. Machst du das ohne, machst du einfach so just for fun, oder? Ja, für eine kurze Strecke habe ich mir jetzt gedacht, mache ich einfach auf Heading, wie es für mich passt. Na gut, machen wir das auch so. Ja, was ist das denn? Achso. Okay, ja, ich bin so ein spezieller Fall von Flugangst. Sorry, aber danke für deine warmen Worte. Du, soll ich dir was sagen? 80% aller Menschen haben Flugangst. Auch 80% aller Passagiere, die wir befördern, haben Flugangst.
Da bist du wirklich keine Ausnahme. Ganz ehrlich, also da gibt's ganz, ganz viele Leute, die das auch haben, und ich fühle da mit dir, also da mach dir da keine Gedanken. Alles gut. Was macht der? Wir sind auf Trust Idle und die Engines fahren nicht runter. Was ist denn da schon wieder los? Es ist schrecklich, den zu fliegen, immer noch. Trotzdem Update. Was soll denn die Kacke, echt? Also das ist so schlimm. Das ist echt so, das ist so übel. Ah, okay, wir machen das ganz mit. Heading 070 und Speed machen wir auch selected, fertig, aus. Und dann gehen wir wieder auf Ace Rust und machen das Ganze mit. Plant Detent, und du das hast. Thrust Idle, World Speed 3000 und gut ist. Ist das wirklich so? Ja, 80% sind mit starker Flugangst, ich sag's mal, ausgestattet, kann man das so sagen? Warte mal ganz kurz, unser Golf Charlie Foxtrot Victor, ist das schon unser Flughafen? Ja, gell? Schweiz? Eigentlich ja, oder? Ja. Fuerteventura. Victoria. Also das ist ja Fuerteventura. Ich habe noch keine Sicht zum Flughafen. Welches Heading fliegst denn du? Ich bin wieder auf dem Meer draußen. Okay, ich gehe mal auf Heading 100 runter. Wir sind viel zu hoch. Das heißt, Speedbrakes raus. Das ist unrealistisch. Was macht denn der? Okay, mit. Er geht gerade mit minus 20 Grad, stürzt er sich dem Boden entgegen. Was macht denn der? Was macht denn der für einen Scheiß? Alter. Beat Allstar mit 380 Knoten. Okay. Kein Thema, Keule. Tu's nur. Was macht denn der? Ich muss dann langsam mal abfangen. Wir durchschießen die 4000. Oh, der Flieger, der ist so Katastrophe. Oh, der ist so unrealistisch. Der ist so unrealistisch. Speed All-Star. Und Speed gehen wir direkt runter auf 110. So. Okay, ja, ist halt einfach so, dass man in der Luft einfach fällt, wenn was ist. Nee, eigentlich nicht. Fallen tust du gar nicht, weil du kannst gar nicht fallen, weil du hast ja Flügel links und rechts neben dir. Die verhindern, dass du fällst. Ich schaue gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich bedanke mich wirklich dafür und denke mal über deine Worte nach. Du, sehr gerne. Du kannst ja da gerne auch weitere Worte dazu sagen, wenn es dich interessiert. Also jederzeit gerne. Krass, mal aus einem echten Piloten zu sehen, wie er das Spiel findet. Sehr gut. Also, der Flieger ist echt katastrophal. Das alles, was da draußen ist, das ist alles sehr schön gemacht, aber im Speziellen gerade dieser A320, der ist katastrophal gemacht. Der ist echt sowas von schlecht gemacht. Leider. Sehr. Also, ich sag's nur wirklich leider. Aber so ist es halt. Weißt du, was cool ist, Schweiz? Hm? Jetzt habe ich sogar eine Registrierung. Österreichische. Am Flieger schön. Drin. Ich flieg eine nordkoreanische Airline und hab Sus-Gs als Registrierung. Sehr gut. Flaps ja. One, Speedcheck, Flaps One, heute groß. Das ist halt auch unnötig, dass wir. Ja gut, wir sind halt recht schwer. Ich sehe dich echt immer noch nicht. Merkone sehe ich jetzt und. Ne, ich sehe dich auch nicht. Geh mal auf den Oscar, sehe ich. Geh mal auf Offline und USA Server.
Ich sehe den Airport. Ach, da hinten ist der Airport. Okay, passt. Ach, der ist ja noch ewig weit weg. Wenn das so ist, dann bleib Zero. Beschleunigen wir die Kiste nochmal raus. Ist echt noch weit weg. Na okay, ja, dann machen wir Approach Preparation. Machen wir Auto Break. Wobei, wir machen kein Auto. Wir machen hier ein Touch and Go, haben wir gesagt. Eben kein Auto Break dann. Den nehmen wir auch, keine Spoiler in dem Fall. Ja. Gut, jetzt runter auf 210. Gute Nacht dir und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ich freue mich. Gib einfach Bescheid, wenn du irgendwelche Fragen hast, jederzeit, wie gesagt. So. Heading 0 for 0. Gibt es den A380 auch bis jetzt noch nicht, aber es wird dran gearbeitet, habe ich gesehen. Es soll einen, so ein Add-on geben, ja. Warum geht denn das schon wieder nicht? Boah, das ist so nervig. Die Word Speed funktioniert nicht. Warum funktioniert denn diese blöde Word Speed nicht? Lab Zero, Speed Check, Lab Zero. Verlier doch an Geschwindigkeit. Gremister, vielen Dank für dein Check-in und herzlich willkommen bei uns an Bord. Ja, und herzlich willkommen hier gleich in Fuerteventura. So, ich würde sagen, da schauen wir mal, ob wir noch ein schickes Bild hinkriegen. Oh Gott, jetzt senkt dir wieder die Nase wie nochmal was. Um die Uhrzeit bist du noch wach, Mensch, Ralf. Ab mit dir ins Bett. Vielen lieben Dank für deinen Host und für dein Raid. Mille grazie. Und auch ein herzlich willkommen an deine ganzen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wie war es denn bei euch noch? Du bist doch ins Bett gegangen vorhin oder habt ihr noch was anderes gespielt? So, dann gehen wir mit der Speed jetzt runter. Drehen hier auch rüber. Flaps Zero, Speed checked, Flaps Zero. Ernsthaft? Was? Schon wieder überschossen? Nein, mein PFD ist weg. Ist doch schwarz. Ausgefallen. Okay, lol. Gear down. Okay, wir sind schon viel zu hoch. Autopilot off. Wir machen das Ganze manuell. Aethrust kommt off. So. Da möchte ich jetzt auf den Co-Piloten zu Stresser gehen. Wie, du nimmst den Co-Piloten dazu? Flaps 3, Speedjack, Flaps 3, Flaps full. Achso. Ach nur, bei mir auch? Self-Test in Progress, Max, mein PFD ist auch gerade ausgefallen. Ey, was ist das für ein Scheiß? Hä? Was soll das denn? Hä? Dann, jetzt ist er wieder da. Bei mir gar nichts. Okay, lol. Alter. Das ist ein Schrott. Leute, das hat nichts mit dem echten Flieger zu tun. Ich garantiere es euch. Das ist einfach nur, naja, eine Zumutung. So. Lass mich raten, ich muss den Flieger gleich trimmen. Ah ne, jetzt geht's. So, wir sind leicht zu tief. Ah, jetzt sehe ich dich. 3, 2. Was kam im Hintergrund? Moment, ich muss mal die Kamera richtig hindrehen, weil sonst wird das wieder nix. So. 2 weiße, 2 rote, passt. So, sind zu schnell und zu hoch. Gut. Kriegen wir alles hin. So, Henker ist auch mit am Start. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Sano. Okay, der wäre nämlich interessant. 380, ja. Soll erstmal die anderen Flieger richtig zum Laufen bringen. Meiner Meinung nach.
So, vier rote, wir sind zu tief. Vier weiße, ups. Ja, der Herr Sahne ist auch da. Und Sergeant Palme ist auch mit am Start. Einen wunderschönen guten. Was habt ihr denn jetzt eigentlich noch so gemacht so lang? Weil mir wurde gesagt, dass du vorhin dich schlafen gelegt hast. Ach, Remnant, okay. So, sind unten, dann gehen wir auf Flaps 1 zurück und take off. Ui. The 5 Call kommt, hat sich schon Touchdown war, wow. So, positive climb, gear up. So. Flaps Zero Speed. Checked. Flaps Zero. Ich hab die Caution. Was? Eine Caution? Ja, boah, und auf ein. Also, dass der Flieger, das ist so unmöglich zu fliegen hier. Am PFD ist immer noch tot. Eieieiei. Das ist ein Krampf, der Flieger. Das ist ein Krampf. So, bei 3000 Fuß level ich aus. So. Jetzt wird das wieder aktiviert. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir hier mal einen Direct to uns setzen. Beziehungsweise, was macht denn der da für einen Approach? Ach, Terrain funktioniert jetzt auch. Muss mal drauf drücken. Ja, ich weiß. Hab's schon drauf gehabt. Okay. Drecksflieger, Mann. Das ist ein Kack. Und ich hatte leichte Kopfschmerzen und wollte mich eigentlich nur kurz hinlegen, wurde dann aber 2 Stunden draus und dann halt mit Bartleby und Libby Remnant. Nice. Nice. Ich find's ja cool, dass ihr nicht nur in GTA so gut zusammen harmoniert, sondern auch in Remnant als Beispiel jetzt. Finde ich cool. Ja, wir haben ja auch GTA gezockt und haben uns dann entschlossen, das neue Update von Flight Simulator zu spielen. Ja, und da sind wir gerade noch dabei. Da unten ist der Schweizer, der überholt mich jetzt gleich. Und hinten ist der Oscar, der fliegt auch mit uns mit. Also wir machen eigentlich, wenn wir Flight Simulator machen, inzwischen eigentlich immer so ein bisschen mit Community, also ein bisschen Community fliegen. Oh, da kommt die Korean. Was bist du, nordkoreanisch? Ja, Erkoryo. Erkoryo. Wo fliegst du hin? Weiß schon. Below 10,000 feet, only 250 knots. Controller, I don't give a fuck. Erkoryo Swiss Cheese, high speed approved. You don't give a fuck if you give us a... We don't give a fuck if you give us speed as erlaubt. We are going fast as we want to. Hail Kim Jong-un. Danke, bitte schlag die. Was? Du sollst dich schleichen. Ach so, schlag die. Mierda. Aber hey, die Runway ist direkt vor meinem Gesicht. Das solltest du vielleicht hinkriegen. Ich probiere mal mit Approach Mode. Meinst du, der macht das? Nein. Doch, nein. Speed, Gleitslop Star, Localizer. Nice. Mal gucken, aber es geht nur warte mal kurz. Null. Der zeigt gar nicht den Landing Mode an. Das heißt, er würde gar kein Autoland machen. So, ich hol dich schon noch ein. Wie viel Speed fliegst du? Keine Ahnung, vor dem Overspeed. 350. Warum? Einfach, warum nicht? Bremst mal ab, Junge. Zieh mal kurz die Speedbrakes.
Gut, Approach Preparation, die Bahn. Wir nehmen mal an, dass sie ja, ausreichend ist. Ich weiß leider nicht. Das muss aktiviert sein. Das passt auf. Das passt auf. Gut. Du sollst mal abbremsen, weil sonst kriegst du es nicht rechtzeitig hin, gell? Und dann überschießt du wieder. Mit Ziffi-Gleitscher. Weißt du? Da, Gleitslab kommt rein. Echt jetzt? Irgendwas? Ja, ich habe einen Gleitslab drin. Approach. Oh mein Gott. Ist immer noch Gleitslabs da? Mal gucken. Gleitslab. Also. India Romeo Romeo INS Identified. Und... Speed, Glide, Slope. Okay, ich bin natürlich viel zu schnell und habe überhaupt keine Settings drin. Aber, naja, mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Okay, wir machen das mit Speed Break. Mal gucken, ob er jetzt wieder irgendeinen Scheiß baut. Nee, macht er gar nicht so schlimm. Wie schnell bist du? 280, ich muss Speed Breaks. Ja, du musst Speed Breaks mit dazu nehmen. Bist du auf dem Gleitslog? Interessanterweise ja. Okay. Nein, 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 kein bisschen. Ach du Scheiße, nee, das kann. Das ist. Nee, okay. nee. Speed Breaks kommen nein. raus. Ach du Dreckiger. Ja, normalerweise musst du vor dem Intercept auf den Gleitslog schon Flaps 1 haben. Minimum. Ich krieg die Speed nicht weg. Scheibenkleister. Ich lande zu hallo? Jetzt ist mein PFD wieder weg. Ich mache ein bisschen Approach. Ach so, das PFD, wieso war die Helligkeit jetzt komplett runtergeschraubt? Was macht das denn für einen Sinn? Sag nicht, das ist bei mir auch so. Tatsache. Lol. Okay, Flaps 1. Flaps 1. Speed runter. Okay, wir fahren jetzt das Gear. Unstandard, Gear down. Unstandard? Ja, normalerweise fährst du das Gear erst mit Flaps 2. Normalerweise fährst du Flaps 1, Flaps 2, Gear down, Flaps 3, Flaps full. Oh. Was? Hat. Ich kann ihn nicht ziehen. Ich klatsch ins Wasser. Oh mein Gott, jetzt! Was war das? Gut. Dann machen wir eine Fullstop Landing in Lanzarote. So. Head thrust off, autopilot off. Wir sind zu hoch. Das heißt, wir müssen Nase runtersetzen. Oh, ich bin Stall. Ich kann auch nicht ziehen. Warum nicht? Okay. Oh, Alter, mit Vollgas habe ich die Nase gerade nach hoch bekommen. Hä, was war das denn für ein Schmarrn? Ja, nur wenn du Vollgas reinmachst, Geld kannst du ziehen plötzlich. Was war das denn für ein Schmarrn? Ich klatsche auf. Oh Gott, meine armen Passagiere. Okay, normalerweise kommt jetzt hier die Flight Controls Page. Okay, Spoiler sind nicht draußen, obwohl sie draußen sein müssten. Okay, lol. Was war denn der Schmarrn jetzt? Die Trimmer. Das macht überhaupt keinen Sinn alles. Der Flieger der Flieger ist ein Rotz! So, gehst ins Bettchen, wünsche noch viel Spaß euch. Danke dir, lieber Ralf, vielen lieben Dank und danke auch, dass du mir deine Leute rübergeschickt hast und anvertraut hast, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich wünsche eine gute Nacht, mach's gut. Und das nächste Mal fliegst du mal eine Runde mit, oder? Zu deiner Traumdestination. Der Flieger sich trotz. Das ist echt so ein Kack. Den stellen wir jetzt ab und dann zündet man an. Ja, gleich. Oh, das ist ein Fuel Tank, erstmal reinfahren. Mit Vollgas. Hey, bremst mal. Hallo. Was denn? Typisch die Nordkoreaner wieder. Ich weiß schon, warum die auf der schwarzen Liste stehen. So. Ich bin am Gate. So, wir machen das anders. Wir docken schön am Gate an und lassen die Passagiere auch aussteigen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie mitbekommen haben, wir sind in Lanzarote gelandet. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie für Ihren Flug aus von Erdnitz ausgewählt haben. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Lanzarote und eine gute Genesung von sämtlichen Ihrer Wirbelsäulenbrüche. Was hast du dich jetzt gerade rumversetzt, bitte? Meinst du, ich sehe das nicht, oder wie? Nein. So, Oscar ist auch im Landeanflug. In 300 Fuß. Du kannst deine Landung angucken, wenn du aufmerksam bist. 60 Anflug? Ja, 260 Fuß. Es ist. Oscar, verhaus bitte. Und? Souvenir. Ja, er bounced. Er bounced. Hier. Und nochmal. So. Alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen, Oscar, reverse. In Lanzarote. Soll das vielleicht Reverses reinmachen? Ja, die CJ4 hat, glaube ich, keine. Das ist das, was sie doch auch ausgebessert hatten. Also, dann warum stehst du ja eigentlich mitten am. Was machst denn du schon wieder? Wo stehst denn du jetzt? Stehst du jetzt am Game oder nicht? What the fuck? Was machst denn du? Ups. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie sehen, auf der rechten Seite können Sie eine nordkoreanische Airline sehen. Ich bin am Gate angekommen, ja, hier steigen jetzt alle aus. Wie Sie sehen können, gelten dort andere Maßstäbe. Julika, zu welchem Gate ich roll hier? Das ist das für uns? Komm, dann nehmen wir das doch hier gleich. Merkone steht hier auch irgendwo im 320. In 200 Fuß. Ich glaube auf einer anderen Insel. So, dann. Was wir wieder vergessen haben hier beim Reintexteln. Es war natürlich jetzt auch ein bisschen kurz entschlossen. Rams. So, Parking Brake Set. Normalerweise, wenn die APU jetzt schon da wäre, kommt APU on, aber müssen wir noch kurz warten. Da müssen wir noch kurz warten, aber ich kann hier schon mal alles resetten, was hier geresettet gehört. So. Das kann man leider nicht ausschalten, der ist in-op. Dann gucke ich nach, wie die IRS ausschauen. Unrealistisch wie immer natürlich 000. So, was macht jetzt die APU? Die dauert viel zu lange, die APU. In echt geht das schneller. Ding, 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 ding. So, aber beim Reinrollen machen wir natürlich aus Good Airmanship schon mal die Scheinwerfer aus. Licht aus, nur das Beacon bleibt on. Zwinglicht. Nee, das kannst du ruhig ausmachen. Nix, also solange die Engines laufen, muss das an sein. Ausmachen. Leute, lasst euch keinen Scheiß erzählen von dem. Der labert schon wieder Käse. Also das ist echt unrealistisch. Schau mal, der ist erst jetzt bei 63%. Ich glaube, die APU ist defekt. Ich glaube auch. Machen wir einen Crossbleed-Start nach dem Takeoff. Also machen wir einen Start mit externem Starter. Das kann man hier hinten machen. Über den Manual Start Buttons. So, APU ist available. So. Normalerweise müsste hier available leuchten. Hä, siehst du noch gar nicht. Warum schaltet der Bildschirm um? So, APU available. Hier auch available. APU bleed on. So, dann muss man eigentlich schauen, ob es übernommen hat. Warte jetzt mal kurz. Mal kurz was gucken. Der Bleed Page. Hier wird es richtig angezeigt. Wir werden gleich nochmal was kurz gucken. So, Engine 1 off, Engine 2 off. Dann muss das hier eigentlich gerade nach oben geschaltet sein. Okay, das ist auch noch nicht richtig gemacht. So, Cabin Crew disarm Slides. Zack, 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 zack. Zack, zack, und dann kommt der Papierkram. Und Speaking kommt natürlich aus.
Das bleibt immer auf Auto und das auf On, solange wir im Flieger sind. Da. Seat Spades kommen auf. Gut. Und dann gucken wir, wie viel Sprit wir verbraucht haben. Machen unsere Berechnungen, tragen das in unsere Datensheets ein. Besser gesagt in unser EFB, was jetzt hier nicht mit drauf ist. Und Schweiz, was hast du auf dem Discord gepostet gerade? Nice! Fast Screenshots. Mit deinem versunkenen Air Korean. Sehr cool. Ja, liebe Leute, wenn ihr Bock habt und auch ein paar Screenshots oder Bilder aus der echten Fliegerei zu sehen, könnt ihr gerne auf unserem Discord-Server nachgucken. Und da seht ihr Bilder vom Schweizer und von mir. Und von mir, vom realen Leben natürlich, von der realen Fliegerei. Post immer Bilder, wenn ich unterwegs war, auf dem Discord-Server und Videos und so weiter. Also alles, was es so über die reale Fliegerei zu wissen gibt und zu sehen gibt, poste ich dort. So, dann schalten wir den Flieger komplett ab. Zack, zack, zack. Ups. Das war daneben. So. Das machen wir aus. Achso, haben wir jetzt Ground Power? Keine External Power. Gut, das können wir jetzt anfordern. Das schauen wir uns von außen am besten an. So. Was ist denn eine aktive Pause? Hast du das schon gesehen? Das ist die gleiche Taste, wenn du Pause Break drückst, weißt du? Achso, okay. Ja, das hat ja. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt da integriert. Jetway-Verbindung anfordern. Wieso können Sie da nicht andocken? Na dann halt nicht. Dann muss die APU weiterhin laufen. Pech gehabt. So, All Packs out. Jo, danke, dann schalten wir den Flieger ab. Zack, zack. Normalerweise haben wir hier auch externe Power, aber kriegen wir hier irgendwie nicht an der Station. So, dann müssen wir warten, bis die APU hier runtergefahren ist. Es dauert in der Regel so an die 2 Minuten. Das ist auch unrealistisch. Weil wir haben die Batterien an. Da bleiben die Bildschirme auch an. Naja. Was soll's. Leute, was soll's. Der Flieger ist einfach selbst nach dem Update nicht nutzbar. Und wenn ich die zwei auch noch ausschalte, dann ist alles aus. Dann leuchtet auch hier nichts mehr. Oh, und das ist auch alles aus. Also... Dear ladies and gentlemen, we will leave this aircraft now. Also ist echt katastrophal. Das kann doch nicht verwenden. Das ist ein Schmornis, ein riesiger Schmornis, das. So, ich verabschiede mich jetzt. Du verabscheust dich jetzt? Ja, ich verabscheue mich sowieso. Nein, sicher nicht. Ich verabschiede mich jetzt. Okay, ich verstehe. Ja, Ja, Oskar, hat echt Spaß gemacht mit euch. Bin für heute raus, beim nächsten gerne wieder mit dabei. Sehr gerne, Oskar. Hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall fürs nächste Mal. Ja, Schweiz, ja. Wie schaut's aus? Machen wir morgen auch wieder Flight? Ich würde sagen Station ist, weil ich habe da was vorbereitet, dass der gefahren wird. Okay. Weil wir hier nämlich die Herausforderung, habe ich gesehen, kann man auch zusammen machen. Echt? Ja. Also wir sehen das halt den anderen währenddessen. Deswegen. Will ich aber nicht. Ja, wir können das ja mal im Auge behalten und ja, dann je nachdem Fall. Entscheiden, wie wir das machen wollen. Ja. Ja, gut. Ja. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Gut, bis später. Ja, bis später. Danke dir. Schlaf gut und gute Besserung. Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao.
Ja, meine Lieben. Meine Screenshots landen dann auch gleich noch im Discord. Muss mal gucken. Ach, da habe ich sie. Ja, da werde ich mal noch durchsortieren, ein bisschen aussortieren. Oh, ich sehe gerade die ganzen Screenshots auch noch drinnen von dem letzten Flug vom Balkan. Das war ein bisschen spät, deswegen habe ich da noch nicht weitergehend aussortiert.